das? Lass mich kurz alles abschicken und machen Nachricht. General. Ich habe vergessen, das Spiel zu installieren. Oh, das ist mies. Mies. Ah. Hey. There's a new update coming to Sounds Alert, but we need some permissions. Oh mein Gott. Dann lesen wir mal die Permissions durch. Ich bin mal gespannt, was da drin steht. Das ist fucking mies. Oh mein Gott, die war. Ich bin nicht mehr angemeldet. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Fuck off. Vergade hier. Stummschalten. Ha! Die benutzt eh fast niemand, habe ich das Gefühl. Nur sehr selten. Aber ich glaube, diese scheiß Kanal-Coins sind, glaube ich. Ich glaube, Sound Alerts. Funktionieren die noch? Warte. Ich glaube, sie funktionieren. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Irgendeines Tages werde ich es fixen. Eines Tages. Und dieser Tag wird niemals kommen. Oh, es ist so heiß, Junge. Okay. Machen wir erstmal. Eins nach dem anderen. Eins nach dem fucking anderen. Okay. So. 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 Immer at everyone machen. Allen immer übel auf den Sack gehen. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig und richtig. So. So, Pal World. Das obligatorische Japan-Update. Hier einen anderen Energy Drink. Ich pumpe mich mit Gänse und sag voll. Ich wäre doch fucking fett, Junge. Die guten Zeiten sind vorbei, Junge. Mein Körper gibt nach. Ich nehme zu, ich werde jetzt fett. Das kommt jetzt. Aber Fat Acceptance ist ja jetzt überall stark. Deswegen vertraue ich darauf, dass selbst wenn ich 120 Kilo wiege, wenn ich in Einkaufszentrum reinlaufe, alle mir applaudieren und mir sagen, wie toll ich bin. Moin, Tobias. Du wurdest gehackt, ne? Auf Discord. Willst du da wieder. Bist du da wieder drin? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Du wieder reingekommen bist. Du wurdest gehackt, Louis. Louis, du wurdest gehackt, Louis. Du wurdest gehackt. Was hast du gemacht? Auf einer Pornoseite deine Daten eingegeben? Naughty, naughty. Ich habe heute erst die gesamte Scheiße fertig gekriegt. Das ist so kritisch, Junge. Das ist jedes Mal, wenn ich so Anime-Zeugs fertig habe, habe ich da so absolut gar keine Lust mehr drauf. Da mache ich immer so. Das ist wie nach Alkohol trinken. Sage ich so, nie wieder. So. Lass uns Palworld spielen. Lass mich die Scheiße starten. Okay. Wir switchen. Lass ich kurz hier. Lass ich die Musik an oder aus? Ich glaube, ich mach sie aus. Obwohl, ich glaube, es gibt sogar ein Radio, warte. Radio? Vielleicht können wir sie sogar anlassen. Radio. Bin er immer drin? Was hat er gemacht? Bin er immer drin? Was hat er gemacht? Oh shit, du weißt da gar nicht von? Guck, es gibt Put of the Ram Radio. Spiel grad. Okay. Weißt du was? Ich glaube, da machen wir Dingens Musik an. Warte, lass ich hier Musik ausmachen? Shut your bitches up. Die Musik ist eh scheiße in diesem Spiel. Okay. Lass ich das wieder anmachen? Bam, Digi. Lass ich kurz Tobias zeigen, was er getan hat. Du musst vielleicht deinen Account das Passwort ändern. Oder, ja, ich weiß nicht. Es ist schwer zu sagen. Warte. Lass ich kurz gucken. Ich bin kein erfahrener Admin auf diesem Scheiß, aber ich muss erst gucken, wie ich es finde. Irgendwie sieht man Chat-Nachrichten, die man gelöscht hat. Ich muss es nur noch finden.
Es kann sich nur um Stunden handeln. Servereinblicke. Servereinstellung war das. Genau. Genau. Audit Log. Hat Tobias gemacht. Genau. Hat eine Nachricht aus Spam gelöscht. Ah ne, ich kann nicht sehen, welche Nachricht es war. Sorry. Aber auf jeden Fall war das so, der hat Sexseiten, Werbung für Sexseiten gemacht. Du hast Werbung für Sexseiten gemacht, Tobias, ohne dass du es wusstest. Good job. Good job, Tobias. Okay. Okay, lass uns rein droppen. Hallo Stitch. Lädst du es gerade runter, Stitch? Dann kannst du gleich mitspielen. Okay. Man sieht hier, ich habe eine neue Map gestartet. Und wir sind sogar fast gleich auf. Also wir sind gar nicht so weit zurück wie vorher. Ja, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf die alte Map, keine Ahnung. Das sind zu viele schlechte Erinnerungen. 37.3. Das war dieses Jahr im März. Das fühlt sich irgendwie viel weiter weg an, oder? Aber man sieht auf jeden Fall Tag 34, Tag 76, Stufe 39, 44. Ich habe die XP hochgestellt und ich habe die Fangrate hochgestellt. Meiner Meinung nach ist das Spiel anders nicht spielbar. Es geht einfach nicht. Also ich habe das viel höher gestellt, dass das Grinden nicht mehr so schlimm ist. Und ja, es ist das kommunistische Utopia. Und Robert Habeck ist der Hauptcharakter. Habe Passwort geändert. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Die sind schon eingeloggt. Du musst die, glaube ich, alle Geräte ausloggen, wenn das geht. Das ist halt wichtig. Warte, ich reverte mal deinen Bann. Und dann musst du wieder reinkommen. Warte. 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 Ich mach's genau jetzt. Ich muss es nur wieder finden. Ich werde alt. Ich merke richtig hart, wie ich alt werde. Ich werde immer schlechter mit Technologie und es macht mir Angst. Es gibt immer mehr Sachen, die neue Sachen, die rauskommen, die eigentlich, wo der frühere Theo gesagt hätte, boah, hört sich richtig gut an. Und moderner Theo sagt auch so, das hört sich viel zu kompliziert an. Gebannte Mitglieder, so. Tobias, Bann aufheben. So. Kannst du wieder reinkommen. Muss dann aber all deine Geräte ausloggen und gucken, dass die möglichst nicht, okay. Welteinstellungen, dann machen wir mal. Ups, das wollte ich gar nicht bestätigen. Ist on. Okay. Alles klar. Ich habe Multiplayer angestellt. Für später. Wie denn? Welche Stadt bist du und wo schon? Hallo Murat. Ich weiß es nicht, du musst irgendwie alle Geräte ausloggen. Es müsste da irgendwie bei Privatsphäre sein oder so. Willkommen im kommunistischen Utopia. Lass mich eine Basistour durchführen. Also, ich habe gemerkt, dass es viel besser mit dem Grinden ist. Worauf ihr bei Palworld definitiv achten müsst, ist, dass ihr euch bei Eisenerz hinbaut. Sodass die Palz hier so guckt wie hier. Meine Helligkeit ist viel zu hoch. Warte, lass mich kurz mal die Helligkeit runterstellen. Man sieht das gar nicht richtig. Okay. Viel besser. Man sieht hier, der baut das halt, die Steine ab. Das ist viel schneller. Die haben zwar die haben jetzt inzwischen tatsächlich Erzbrüche hinzugefügt, wo die Erz abbauen können. Aber es ist viel besser, wenn die hier so Steine rumstehen haben zum Zerschlagen. Okay, aber beantworte die Frage. Murat will wissen, welche Stadt ich bin und wie ich dieses Video schaue. Murat hat mir letztens so richtig beschissene Text-to-Speech, ich nenne sich schon fast Darman-Video, wenn euch Darman was sagt, Junge. Darman-Videos, wo so quasi, die haben halt so einen M. Night Shyamalan-Twist, Junge. Und dann so, sei nicht böse. Weißt du, was ich meine? Okay. Das ist auf jeden Fall die Hauptbasis, die erste Basis. Wenn wir die Beete, Bullshit. Wir haben hier die Fließbänder, haben wir alles schon gebaut, haben wir alles schon gemacht. Ich würde sagen, ich bin noch nicht ganz da, wo ich war. Ich bin noch ein bisschen weiter zurück. Aber wir kommen dahin. Fauler Bastard, geh zurück an die Arbeit. Okay. Das ist meine Crib.
Hat ein Bett drin. The miese Bett, ihr wisst. Okay. Gehen wir zu den anderen Basen. Warte, lass mich mal Flug hier rausholen. Hui. Okay. Das ist die zweite Basis. Wie ihr seht, ist ein Hauptproblem, dass die hier die ganze Zeit ins Wasser springen und dann da stecken bleiben. Aber wir arbeiten da dran. Wir haben schon tolle wissenschaftliche Erkenntnisse gemacht. Hier haben wir zum Beispiel Treppen hingesetzt. Aber die kommen irgendwie trotzdem nicht raus. Das ist das Kinderplanschbecken, wo die... Das ist das Uiguren-Entfernungsloch, sagen wir so. Das ist das Uiguren-Entfernungsloch, okay? Sehr gut. Problem gelöst. Ah, er ist rausgekommen. Oh mein Gott. Die Treppen haben es tatsächlich gebracht. Das muss ich geil. Dann haben wir hier die Viehfarm. Und halt dieses riesige Erzbruch-Ding, was da fast gar nicht richtig hingepasst hat, Junge. Ist halt nur für Erz und Stein hier. Okay. Dann haben wir als letztes, haben wir den Sex-Plaza. Hier ist Sex. Also wir machen hier hier sind quasi richtig viele Weizenfelder und so. Für Kuchenfarmen. Guck, der kocht gerade Torten. Da kann ich legendäre Pals farmen. Das habe ich auch gemacht. Es ist ganz, ganz nett. Und zur Not kann ich das auch, wenn ich viel Wolle brauche, kann ich das so umstrukturieren, dass ich hier nur Wolle-Pals reinmache. Das habe ich hier auch drin. Warte, ich muss kurz absteigen. Du Wichser. Okay. Ich habe hier richtig viele Wolle-Pals hier, die mir richtig schnell Wolle pumpen können. Können wir arabische Teppiche nähen. Das ist sehr wichtig. Können wir Bomben reinmachen. Können wir Bomben reingelegt und dann wird die nach Israel geschickt. Fuck. WLAN weg. Komm in 10 Minuten. Murat WLAN-Problem. Damn. Also das neue Update, ich habe mich informiert darüber tatsächlich. Ich habe bis jetzt ein bisschen blind gespielt gestern. Aber hier steht jetzt so ein shady Typ in der Kirche. Da kann man jetzt so neue Sachen kaufen. Sieh dich ruhig um. Wir werden definitiv heute in das neue Gebiet gehen. Kannst du neue Coins ausgeben. Kannst du so... Herzblut-Wanderelixier. Konzentration. Allwerk-Pal-Extrakt. Das klingt sehr gesund. Würde ich definitiv... Ich würde dem Typen vertrauen, der hier so einfach so shady in der Kirche steht. Das würde ich definitiv trinken. Ist bestimmt... Hat bestimmt keine Seiteneffekte. Das würde mich definitiv überraschen. Ich bin ganz ehrlich, ich vertraue diesem Shady... Ich gebe ihm viel Slack, aber ich vertraue diesem Shady-Typen hier drin definitiv mehr als unserer Regierung. Okay. Wir haben gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als nächstes machen wollte. Ich glaube, ich wollte die Welt ein bisschen erkunden und so ein Bullshit. Wir können keine Blockhütte im Wald bauen, wo wir Namen draufschreiben! Und dann warten, bis irgendeiner sich verläuft! Ich dachte, das geht nicht mehr. Ist gut, dass es noch geht. Lederstuhlset. Damn. Okay. Also, es gibt eine Menge neue Sachen. Hier, was wäre denn nagelnagel neu? Dass hier so... Hier diese ultimative Sphäre. Lasergewehr. Wenn wir heute definitiv mit anfangen. Normalerweise würde ich jetzt 5 Stunden leveln und dann niemals ankommen. Aber da ich die Leveln auf 4-mal so schnell gestellt habe, kommen wir da heute tatsächlich an. Ich würde sagen, wir machen uns ein paar Palsphären und Power-Leveln, damit wir die neue Scheiße sehen. Wie ihr seht, haben wir hier meine Kinder. Das sind zukünftige Sklaven in der Machenschaft. Wir brauchen Steine. Stein und Metall. Das kriegen wir hin. Kriegen wir gemacht. Kriegen wir gemacht. Yes, yes. Ah, hier bin ich am Stahl machen. Aber yes. That's how it goes. Kann ich kurz zu meiner anderen Basis teleportieren. Weil ich zu faul bin, da hinzulaufen. Könnt mitspielen, by the way. Ich hätte das vielleicht auch in den Titel schreiben sollen. Warte. Siehst du. Das ist Parworld Update. Ist da. Okay. Noch mehr. Ihr könnt mit spielen. Ausrufezeichen. Yeah! Wenn du schon so weit bist, spiele ich nicht mit. Würde ewig dauern, das zu installieren. Warum denn? Sag doch sowas nicht, Mann. Ich meine. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie du deinen Platz auf deinem PC brauchst, aber ich weiß. Ich habe Leveln auf 4-mal so schnell, Bruder. Du würdest relativ schnell einholen, ich sag's dir.
Ich weiß nicht, wie lange ich schon gespielt habe auf diesem Account, diesem Server, diesem Ding. Aber ich glaube, du würdest relativ schnell einholen. Ich glaube, ich habe nur so... Ich glaube, 16 Stunden maximal habe ich hier drauf gespielt. Maximal. Nur die letzte Woche. Und immer mal nur wieder eine Stunde oder zwei. So zwischendurch, um nicht zu schneiden zu müssen. Haha. Ich bin in letzter Zeit auch an diesen Fixies. Die sind richtig gut. Die stecke ich in letzter Zeit richtig oft in den Mixer. Weil die, die geben diese Palsphären aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, wo die herholen, aber die geben die. Der Typ ist ein bisschen verwirrt. Wir machen das. Ich fand lustig. Ich habe so ein Tutorial gestern Abend geguckt, ne? Über alle Sachen, die neu sind in Palworld. Die 60 Stunden könnte ich stattdessen in meine Gooning-Session Gooning-Session verwenden. Deine Gooning-Session? Für wen goonst du denn? Männer. er goont für Männer. Men. Okay. Junge, diese Minengeräusche, die gehen mir übel auf den Sack, aber okay. Ah, oh, wir haben hier sogar noch Metall drin. Yes! That's what I'm talking about! Okay, jetzt müssen wir nur noch Steine irgendwo finden. Stone. Give Stone, give me Rock. Die haben die hier drin, glaube ich. Ah ja. Mal eben 4000 Steine aufgesammelt. Und jetzt habe ich die tolle Strategie. Weil aus irgendeinem Grund kannst du immer noch tackeln, wenn du übergewichtig bist. Und dann gehe ich einfach so. Mich selber, ich habe einen fetten Arsch. Damn. God damn. God damn, Shorty. Okay. Leg die 1000 Steine, die wir mal eben so. Oh, ich bin in Holz reingerollt. Das ist so ein Nachteil in dieser Base Location. Gerade am Anfang des Spiels haben die ganze Zeit nur diese scheiß Bäume hier abgebaut. Weil das ist... Ah! Jetzt können wir was austesten, was ich gesehen habe. Was der Typ mir beigebracht hat. Pass auf. Sensei hat mir beigebracht, dass man Prioritäten setzen kann. Das wusste ich gar nicht. Oh, ups. Arbeit zuweisen? Was war... Ah! Siehst du, du kannst... Nee, du kannst nur an- und ausmachen. Kann man auch Prioritäten setzen? Ah, nee. Ich will eigentlich nicht, dass die hier diese random Bäume fällen, aber die bleiben auch teilweise da dran stuck, also. Warte. Boah. Egal, lass die einfach weiter die Bäume fällen, scheiß drauf. Bringt gut Holz. Richtig Holz vor der Hütte. Liegt hier überall scheiß Holz rum die ganze Zeit, aber was soll's, Mann. Ich hab mich schon dran gewöhnt, ich sehe das schon gar nicht mehr. Genau, wir wollten Palsphären machen. Okay. Mal ein paar Terrasphären. Mach voll diese. Schneller. Oh Gott, it takes forever. Wie viele habe ich noch? Lass schon mal mit denen, die wir haben, schon mal auf Reise gehen und dann lass nachher nochmal zurückkommen. Ist ja eigentlich ganz leicht. Dann sind die fertig. Obwohl die Terrasphären einfach immer noch scheiße sind. Aber was soll's. Ich war in der Wüste schon. Ich weiß, das neue Gebiet ist hier oben hin. Lass schon mal ein bisschen in die Richtung gehen. Weißt du, was ich meine? Geh schon mal ein bisschen so ungefähr dahin. Ich bin noch unter Level für das Gebiet, aber... Okay. Ja gut, großartig, dass ich schon angegriffen werde, obwohl ich nicht gespawnt bin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Allah! Hat's mein Vieh gekillt? Die haben sich einfach beide hochgejagt. Was ist das? Holy moly. Junge, hab ich in den Iran teleportiert, Junge. Sind aber sofort Leute mit Bombenwesten gekommen, Alter. Ist auch so komisch, Junge. The fuck? Das Dumme ist, ich setze Bienen relativ oft, diese Bienen, ne? Ich setze sie relativ oft in meiner Basis ein. Und das ist halt legit immer das Erste, was sie machen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, welcher Entwickler das gut fand. Oh, ups. Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, das killt den. Mies. Ich wollte ja nicht fangen. Egal. Das Erste, was sie aus irgendeinem Grund machen, ist sich hochjagen, sobald die einen Feind sehen. Das heißt, wenn ich irgendwie
von, wenn so ein Wolf in mein Lager reinkommt, außersehen. Die rennen sofort auf den zu und jagen sich hoch und sind dann tot. Das ist so mies. Weiß nicht, welcher Entwickler dachte, dass das eine gute Idee ist. Sand Tornado. The Root Sandstorm. Let's go. Okay, let's go. Ich könnte mir wirklich mal, sollten wir wirklich mal diesen Mercy Ring machen, weißt du? Dass, die, dass deine Viecher so bei einem. Fuck out of here. Fuck. Come on. Let's get it. Yes! Ich habe eure Mutter. Oh mein Gott! Erstmal schön weggeflogen. Die Viecher sind so trippy, Junge. Warum? Warum einfach? Es ist das Erste, das sie machen. Tötet, one-shottet Feuerkugeln. Ja. Ist halt einfach zu stark. Mies. Richtig mies. Aber das ist, that's the game, Digga. That's the game. Ist halt manchmal ein bisschen. Ich glaube, ich sollte mir wirklich diesen Mercy Ring machen mal. Diesen, warte, wo ist der? Elektrischer Bootkasten. Oh, du kannst diesen Quivern-Typen reiten? Der ist bestimmt schneller. Das muss ich nachher mal ausprobieren. Wo ist es denn? Da. Ring der Rücksichtsnahme. Was kostet der? Metall? 30 Metall, are you fucking kidding me? Wie wär's damit? Get good. Wie wär's damit? Wie wär's damit? Okay. Ich werde jetzt hier strategisch dem in die Fresse schießen, bis er ganz niedrig ist. Ich habe gar keine Munition dabei. Ich hole mir aber meinen Wolf raus. Mein Wolf ist schwächer. Mit dem geht das besser. Ich habe auch mit dem absichtlich ein paar schwache Angriffe. Siehst du? Viel besser. Okay. Beleidigt. Habe mir einen neuen Discord-Account gemacht. Ja, das ist auch ein Weg. Das ist, glaube ich, oh, hi. Können wir, hallo. Junge, der, was hat der für Moves? Oh, genau, ja. Fang das Vieh, das sich selbst hochjagen wollte. Ist ein bisschen chaotisch gerade. Okay, ich habe das Vieh auf 0 HP gefangen. Okay. Einfach ein bisschen Powerleveling. Okay. Mach einmal Albtromball. Einmal ist drin. Okay. You better stay the fuck in there. Komm wieder in den Discord. Komm in die Gruppe. Was hast du zu verlieren? Ich habe deine Mutter gefangen. Was willst du machen? Damn! Zeigt einfach Arsch. Yes. Okay. Läuft doch. So. Ich wollte auch Bosse fangen. So nebenbei. Meine Rüstung ist fast kaputt. Welches Level sind wir denn gerade? 39. Wen könnten wir denn noch? Siehst du, ich habe die schon alle so abgeklappert, so ein bisschen. Den könnten wir machen. Die vielleicht auch noch. Den nicht. Egal, erkunden wir erstmal noch ein bisschen. Erkunden in Anführungszeichen. Ich war ja technisch gesehen hier überall schon. Rein technisch gesehen. Actually. I've fallen. Ich finde das so kacke. Die Map fühlt sich immer noch. Ich hätte viel lieber gewollt, dass die Map ein bisschen mehr mit Sachen füllen. Weil ich finde definitiv, die Map ist ziemlich leer. Also es ist nirgendwo Zeug. Die stellen alles so absolut lieblos da einfach so in die Ecke, weißt du? So, es gibt keine Landmarks so wirklich. Sieht alles aus. Die Welt sieht wirklich computergeneriert aus, so. Weißt du, was ich meine? Das ist definitiv schade. Ich hätte viel lieber, dass sie so. Die haben diesen Oil Rig hinzugefügt. Das ist definitiv eine gute Sache, aber. Ich finde, die hätten viel lieber so Türme und so, weißt du, lieber hinballern sollen. So richtige Sachen. Yes. Oh, guck mal, sie schlafen. Das ist perfekt. Weil, weißt du, was ich immer gerne mache, wenn die schlafen? Ich gehe einfach hin und einfach auf. Oh, das sind Menschen. Egal. Zur Demonstration. Nur zur Demonstration. Würde ich normalerweise nie machen. Okay, renn weg. Tschüss.
Nur zur Demonstration. Wir müssen mal wieder Menschen fangen, das ist ganz wichtig. Oh. Leicht verfehlt. Das ist eigentlich ein Stapel von Kommunismus. Zwangsarbeit. Kann ja nicht sein, dass wir das nicht haben. Gönn dir das Ei hier. Gönne. Yes. That's why is the... He's the goat. He's the goat. Die Ziege. Weiß immer noch nicht, was Goat heißt. Das ist eine Abkürzung für irgendwas, oder? Goatsee. Of all time. Yes. Egal, ob es eigentlich für was anderes steht, dafür steht's jetzt. Das habe ich jetzt so entschieden. Okay. Wir werden jetzt rapide die Statue da unten holen. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. Hui! Von denen habe ich noch gar keinen. Sind die gut? Die fliegen überall rum. Und die haben so eine extrem niedrige Chance, dass du sie fängst. Vielleicht sind die sogar gut. Was ist gut gegen Dunkel? Weiß ich gar nicht. Es gibt tatsächlich Typenvorteile. Ich habe mir das nie auch... Ich öffne mir jetzt wortwörtlich auf dem zweiten Bildschirm einen Google Chrome Tab. Einfach Typen Pal World. Weil ich vergesse das immer. Bilder. Ich glaube, der ist gerade aggressiv auf mich geworden. Ja, hallo. Können wir bitte... Mach ihn kaputt! Warum rennt der weg? Was mit dem? Okay, ja, renn halt weg. Nehme ich halt den hier. Den brauche ich sogar. Tackle! Yes! Bleib drin. Werde ich nicht. Dankeschön. Okay, wir gehen einfach zu den Schlafenden hier hin. Und ohne die zu schwächen oder sowas, einfach auf YOLO. Oh Gott. Get out of here, Tier! Get out of here! So ein bisschen zu stressig hier. Oh. Es ist so unglaublich heiß, Junge. Ich hasse Sommer so sehr, Junge. Ich kann nicht verstehen, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, wenn ich älter bin, keine Ahnung. Ich ziehe irgendwann, was ist das für eine Kiste hier? Was ist das? Bin ich am Trippen? Was ist das für ein Ding hier? Oh mein Gott! Das ist neu. Hä, wo ist der hin? Hallo? Ist nicht dein Ernst? Ey, wie uncool, Mann. Das finde ich richtig asozial, den hatte ich mir verdient. Den habe ich voll enttarnt, Junge, hallo? Oh, richtig, es wurde mir einfach geklaut, Junge. Die Sekunde, die er sich geöffnet hatte, sind einfach Rumänen in Lichtgeschwindigkeit gekommen und haben ihn einfach geklaut. Das ist die Lore gewesen, deswegen ist er verschwunden. Mies, richtig mies. Oh mein Gott, ich sollte aufhören, mich zu bewegen, ansonsten falle ich wieder komplett runter. Okay. Ich hasse das mit diesen Liftbank-Statuen eigentlich, aber man muss es halt machen, ne? Die sind so billig platziert, immer so richtig nervig, aber du brauchst sie so ganz dringend eigentlich. Ansonsten sind die Fangchancen so richtig kack. Oh no, door, was? Door? Door! Fucking hell. Jetzt kann ich dich gar nicht die ganze Zeit einsperren. Das ist eigentlich schade. Minus Stonks. Tür Stonks sind runtergegangen. Bitte bleibt am Schlafen, bis ich bei euch bin. Oha, nur 5%? Bro. Bro. Are you fucking serious? Und das one-shottet euch? Nein. Sehr gut. Oh mein Gott, das ist doch nicht der ihr Ernst, Junge. Für die aushalten. Okay. Das ist keine Pals werden mehr. Das ist mies. Bleib drin! Sie sind grün wie ihr. Yeah, just be racist. Sure. Sollten wir diesen Pal werfen? Oh mein Gott, meine Rüstung ist kaputt. Damn.
Sollen wir diesen Palwerfer holen, diesen Sphärenwerfer? Das ist sehr wichtig. By the way, ich war der, der am Anfang immer das Schloss komplett kaputt gemacht hat. Ja, meinst du beim ersten Mal durchspielen? Whatever, Mann. Whatever. Warst du auch der, der das Floß weggefahren hat? Das würde ich dir bisschen übernehmen. Das würde ich dir ein bisschen übernehmen, Mann. Wo ist hier dieses grüne Vieh? Hier war doch eins, oder? I'm legally blind. Ja, da unten ist eins. Jump off. Whee! Ich, wenn ich unbeaufsichtigt am Rand eines Hochhauses stehe. Nice. Ich habe nicht auf den Dingens geachtet. Vielleicht haben die diese Pokebälle schon fertig, diese roten Scheißsphären. Ich finde das so richtig mies, dass die Fangchancen gegen Endgame werden so unglaublich gottlos. Das ist richtig schlimm. Da habt ihr absolut übertrieben, Junge. Versteht, dass die so sagen, ja, das sind stärkere Viecher, die sollte man nicht einfach so mit grünen Sphären fangen können. Das ist okay, das verstehe ich, das ist okay. Aber fucking, dass diese roten Terrasphären nur eine Chance von irgendwie 10% haben oder so, das ist absolut ehrenlos. Das verstehe ich so absolut gar nicht. Aber okay. Nee. Okay, der war's. Ich hab sofort diesen scheiß Boomer gekickt, der so... Wie hier ist der nochmal? Du spammst seinen Namen immer, du weißt das bestimmt noch. Dieser alte Sack, Junge. Ich hab sofort Ausschlussverfahren. Er war neu, also ist er böse. Ich hab sofort Rassismus gemacht eigentlich. Oh. Mein Vieh ist einfach nur hungrig. Okay, never mind. Ich dachte gerade für eine Sekunde, ich hätte ein Problem oder so. Lass mal hier auf der Klippe bauen, dass alle die ganze Zeit runterfallen. Man darf jetzt 4 Basen bauen. Das habe ich auch gesehen. Wenn du richtig hart Endgame bist, kannst du 4 Basen bauen. Okay, wir sind völlig in die falsche Richtung geflogen, aber okay. Scheiß drauf. Wir müssen nur zu einer Statue kurz zurück, zu der da vorne, und dann können wir uns wieder zurück teleportieren. Das ist wieder klassisch ich, Junge. Ich verirre mich einfach bei den leichtesten Sachen. Zu meiner Verteidigung. There are literally no landmarks in this fucking game. Eat the bread. Eat the water. Yes, feed my children. Okay. Unsere Rüstung reparieren und shit. Vielleicht stelle ich EP nachher noch ein bisschen schneller, damit wir einfach besser bei dem neuen Scheiß ankommen. Ich habe keinen Bock jetzt die ganze Zeit zu powerleveln. Herb, genau, 1991, Junge. Bruder ist 10 Jahre älter als ich, also ist er 33. Was ein Kerl, Junge. Sein Leben ist vorbei. Sein Leben ist einfach vorbei. Ich fand das so lustig. Ich kann mal so eine Geschichte erzählen. Da haben Felix und ich von der Weile drüber gesprochen. Felix war früher so viel schlimmer. Der war so ein ordentliches Stück mehr toxic. Und auch richtig skrupellos toxic. Da war mal so ein alter Sack, ne? Der hatte irgendwie 1000 Folgen Minecraft Let's Plays geuploadet. Der war irgendwie bei Folge 10.000 noch was. Weißt du? Der hat für irgendwie 10 Jahre nur Minecraft gespielt. Und Felix hat den so richtig, der so richtig in den Kommentaren zerrissen. Der hat so in seiner neuesten Folge geschrieben, ja, wo ist deine Haarlinie hin und so. Und der Typ hat da auch noch drauf geantwortet. Und ich sag das so jedes Mal zu Felix, weil er fühlt sich da richtig schlecht drüber. Was er auch sollte. Das war ein bisschen übertrieben, Mann. Man kann auch übertreiben. Das ist einfach so ein random Typ. Der macht einfach nur Minecraft Let's Plays. Der hat nichts falsch gemacht und er reißt einfach so in den Reihen einfach. Warum kann ich nicht alles reparieren? Hallo? Ah, mir fehlt Metall, okay. Ja, ich hab das alles vercraftet, stimmt ja. Aber die sind da immer noch am Bauen, Junge. Was ist das? Do I need to bring out the whip? Work faster! Danao, now! Du bist 23? Nee, ich bin 22. Ich werde dieses Jahr 23. Kann man Haltbarkeit ausschalten? Das wäre echt... Das will ich vielleicht sogar machen. Ist einfach nur nervig. Ist ein schlechtes System. Ich will aber jetzt nicht reloggen. Wem macht Haltbarkeit in Spielen Spaß? Das verstehe ich nicht. So, ja, meine Waffe ist zerbrochen!
Nice! So, in Breath of the Wild zum Beispiel kann ich es gerade so noch verstehen, weil es ist ja, es trägt zum Gameplay bei, weißt du? Es bringt dich dazu, andere Waffen zu benutzen. Aber in dem Spiel ergibt es absolut gar keinen Sinn. Du wirst einfach nur gezwungen, die Scheiße zu reparieren, weißt du, was ich meine? Das ist so dumm. Goofy AR Developer. Goofy AR Developer puts in fucking Haltbarkeit for no reason. It's a nice mechanic. They're gonna praise us for having deep mechanics. Sieht irgendwie aus wie ein U40-Typ, der AfD wählt. Solide. Jetzt lasse ich mir noch meinen Bart auswachsen, dann wird's noch schlimmer. Was macht die denn da? Pi gönnt sich ein Päuschen. Achso, okay. Ich dachte gerade für eine Sekunde, die macht die Revolution auf dem scheiß Podest. Wird gerade schon die Knarre rausholen. Okay. Machen ein paar Sachen. Reparieren die scheiß Rüstung. Und ich muss noch was anderes machen. Ich muss vielleicht diese zwei Paar jetzt mal paaren lassen. Wollten auch noch diesen einen Sattel ausprobieren, ne? Das habe ich nicht vergessen. Sehr gut. Bin noch nicht senil. Ich kann Amerika leiten. Habt ihr das letztens mit Joe Biden, das Debate mit Joe Biden und Donald Trump gesehen? Das erste? Deshalb Elden Ring spielt Never. The Witcher 3. Ich liebe es, wenn meine Schwerter kaputt gehen. Nur noch die Hälfte Schaden. Ich werde niemals Elden Ring spielen, das ist einfach nicht mein Spiel. Okay, was kostet die Scheiße? Stoff. Gotta get the Stoff. Das ist hochwertiger Stoff. Den können wir nicht nehmen. Der ist zu hochwertig. Wir müssen niedrig. der ist so gut. Wir müssen niedrigwertigen Stoff nehmen. Okay. Aber keine Ahnung. Keine Sorge. Ich hab einen Plan. Fliegen kurz zur anderen Basis. Yo, what's up? Ich wünsche, der werde ich so langsam beim Landen. Okay. Ah, wir haben die Torten fertig. Okay, das ist sehr gut. Sehr gut. God damn! Aber erstmal machen wir den Swappity Swap, damit ich Wolle machen kann. Damit ich Dingens machen kann, ja. Kurz alle in die Box gesteckt. Skrupellos. Kurz die ganzen Wolleviecher rausgeholt. Get to work! Habe ich noch mehr Wolleviecher? Ah ne, ich habe sowieso alles sonst bewegt. Ah, servus. Ja, killt ihn, macht ihn fertig. Meh, meh. Holy shit. Go, Sheep, kill him. Aber die Killerschafe, Junge, haben ihn zerrissen. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. Okay, Jungs. Junge, da wo du und Felix Thunderlord gemobbt habt. Das ist nicht so schlimm, Junge, das ist nicht so schlimm. Der ist wirklich ein Wichser. Der hat's verdient. Der ist so, wie nennt man die Antis? Der ist so ein Anti. Weißt du, was ich meine? Der ist einfach nur, findet alles einfach schlecht. So alles, was GTA rausgebracht hat, so, this is bad. I hate it, cause I'm edgy. Look at me. I hate things. Und der hat eine riesige Fanbase, also was soll's. Ist nicht so, als wären wir so, weißt du, so bei diesem kleinen Minecraft-Typen, das ist so 2 gegen 1, aber bei denen sind so tausende von Fans, die den lieben, also was soll's. Sleepy Joe can form a single coherent sentence. Es ist wirklich so. Ich dachte, er übertreibt so ein bisschen. Aber der ist wirklich wie so ein Grundschüler geworden inzwischen, der Joe Biden. Trump wusste nicht, der wusste im Debate nicht, worauf er antworten soll, weil er ihn einfach nicht verstanden hat. Joe, die ganze so, the biggest, der klingt so wie, wenn Baerbock versucht, Englisch zu sprechen, so, ohne Skript, weißt du. The biggest in the world and healthcare and we worked hard on that. Und dann so, Donald Trump, I don't know what he just said, I don't think he knows either. So, das ist so, Donald Trump wird gewinnen, nicht weil er irgendwie ein guter Kandidat ist oder so, einfach nur weil Joe Biden so abgrundtief scheiße ist. So, weht diesen senilen Mann, bitte. Er hat die kognitiven Fähigkeiten von einem 2-Jährigen. Wählt ihn, gebt ihm den nuklearen Knopf, das ist eine gute Idee. Der vergiftet. Joe Biden vergisst so für eine Sekunde, in was für einer Zeit wir leben und denkt so, wir sind wieder im Kalten Krieg. Bombardiert einfach Russland weg. geht zurück, marschiert zurück in den Irak ein, obwohl. Bombardiert so den Irak weg, so ohne Grund. Hast du das mitbekommen mit Dr. Disrespect? Du meinst Dr. Diddle's Kids? Ja, das habe ich mitbekommen.
Am Anfang war ich legit so auf der Seite von, weißt du, am Anfang gab es ja keine Beweise. Und da war ich legit so, wartet auf die Beweise, labert nicht einfach so ein Scheiß. Und dann so kommt es einfach raus, dass das echt, echt war. Und dann so, scheiße. Fuck. Ich meine, ich schau den nicht oder so, aber come on, man. Really? Again? Also, fest schon wieder Kinder an, Mann. Sie können einfach nicht. Sie können einfach nicht. The Kid Diddler. Lass mich kurz... Lass ich kurz Sachen bei dem verkaufen. Ist gut, dass er jetzt gekommen ist. Sortieren. Dankeschön. Das ist auch neues. Wo ist der jetzt hin? Hier war eben noch der Händler, Junge. Das habe ich mir nicht eingebildet, oder? Das war nicht meine Schizophrenie. Ja, da vorne ist er. Okay. Ich habe gerade für eine Sekunde meine Schizophrenie hier. Willkommen! Verkaufen. Take all my fucking shit, man. Take it. Take it. Take it. God damn, I'm rich. I'm rich. Mushroom. Der verkauft aber nur Scheiße. Gibt Munition. Kann ich kaufen? Ich hab keinen Bock, die selber zu craften, das ist eigentlich ganz cool. Ja, gib her. Auf Scheiß drauf. Technikfrucht, Selbstzerstörung. Warum kann ich das... Warum würde ich das kaufen? Weißt du was, ich kauf das. Gib her. Ich hab eine Idee. Jungs, passt auf. Ihr wisst nicht, ihr wisst nicht. Alle schlafen auf dieser... Ist sogar eine legendäre. Eine epische. Alle schlafen auf dieser Attacke. Ihr wisst aber nicht, ihr wisst aber nicht. Okay, pass auf. Oha, wie lange die nachlädt. Warum haben die Nachlade so lange gemacht? Du kannst es wortwörtlich nur einmal benutzen. Das ist so sinnlos. Oh. Man, he hit the dream. Wusstest du, dass Joe Biden und Obama anfangs gegen die Homo-Ehe waren? Das würde mich nicht wundern. Joe Biden ist tatsächlich auch richtig rassistisch gewesen am Anfang. Wenn ihr mal ganz weit zurückgeht, der ist richtig schlimm. It's really bad. It's really bad. Ich weiß gar nicht, wie der überhaupt beim ersten Mal gewonnen hat. Ich glaube, Leute haben einfach nur gedacht, er war Vice President bei Obama und bei Obama war noch alles okay. Weißt du? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! No! Dial! Weiß gar nicht, was da gerade passiert ist, warum der so komisch rumgesprintet ist. Und jetzt laufen wir zurück, nein Spaß. Mies. Ihr wisst auf jeden Fall nicht. Ihr habt jetzt gesehen, die Attacke ist mies gut. Okay. Weiß nicht, warum man die kaufen würde, die Frucht. If you have difficulties between me and Trump, you ain't black. Der sagt so, der holt immer so die Rassenkarte raus, als hätte der so was Gutes getan für Afroamerikaner, während er im Amt war, was einfach flat out nicht stimmt. So, es hat sich nichts verbessert für die irgendwie. Es hat sich zwar nichts großartig verschlechtert, aber weißt du, wenn das ein Track Record ist, Junge, dann kann ich jeden Tag auf die Arbeit kommen und sagen, okay, ich mache heute nichts. Und dann gehe ich nach Hause und klatsche mir auf den Rücken so, hab heute einen guten Job gemacht. Es gibt gar keinen Sinn, Mann. Mache ich zwar jeden Tag, aber was soll's. Okay. Jetzt machen wir den stattdessen rein. Egal, wir lassen das einfach erstmal leer. Es war wichtig, wir mussten das für Wissenschaft austesten. Lass mal definitiv mal so ein Selbstmordteam machen irgendwann. Was, habe ich schon einen blauen Schild? Nein, ich habe gar kein blauen Schild. Mach mir einen blauen Schild. Get to work. Dö-dö. Ist es komisch, dass ich... Cult of the Lamb... Wollen wir Cult of the Lamb auch mal wieder spielen? Gibt es einen von euch, der mit mir Cult of the Lamb im Koop spielen will? Dann würde ich das vielleicht machen. Seid ihr gut in diesen Spielen? Wer von euch ist gut in diesen Spielen? Darklord ist gut in diesen Spielen. Ist Darklord noch da? Wenn Darklord das mit mir spielen wollen würde, dann würde ich es vielleicht machen. Wenn Sleepy Joe Kindern vergreift,
kann man ihm dafür nicht mal böse sein. Er ist wahrscheinlich einfach vergessen, dass er schon erwachsen ist. Das glaube ich auch. Wie hieß der, dieser LOL-Streamer, der Beef gegen seinen besten Freund angefangen hat? Ich habe keine Ahnung. Der LOL-Streamer. Ja, wenn vielleicht, wenn du willst, siehst du? Bombe. Darklord ist gut in Spielen, der carried mich vielleicht sogar. Oder es wäre vielleicht sogar interessant, wäre es nicht interessanter, mit jemandem zu spielen, der schlechter ist? Was meint ihr? Weil, dann muss ich mich wirklich anstrengen. Wisst ihr, was ich meine? Wir werden sehen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, Court of the Lamb nochmal durchzuspielen. Warum nicht einfach auch streamen? Was soll's? Wenn ich sowieso spiele. Dann kommt das raus. August. 12. August kommt das raus. In meiner zweiten Urlaubswoche. Ne, das ist meine dritte Urlaubswoche, glaube ich. Warte. Ja, das ist meine dritte Urlaubswoche. Können wir machen. Ich hab da genug Zeit. Okay, jetzt sammeln wir die ganze geile persische Wolle hier ein. Holy shit, guck mal, wie viel die gemacht haben. 60. Okay, okay, ja, okay. Übertreibt. Völlig übertrieben. Völlig übertrieben. So viel brauchten wir gar nicht. Holy shit. Wie viele Teppiche ich mir damit machen kann. Allah wird stolz sein. Okay, wechseln wir alles wieder aus. Ihr wisst, das ist das Ding. Früher hatte ich die Wollefarm einfach die ganze Zeit am Laufen. Das war aber eigentlich... So viel Wolle brauchst du eigentlich nicht. Reicht, wenn du ab und zu einmal kurz die da reinmachst. Boom. Schon ist wieder alles in Betrieb. Okay, jetzt machen wir kurz Sex hier. Warte. Nehmen wir die Torten hier raus. Mal die hier rein. Dann holen wir uns die zwei fetten Dinos. Aus irgendeinem Grund machen die riesige Drachentiere die ganze Zeit. Good to fucking. Okay. Dann holen wir uns noch einen großen. Wo ist er? Da. Einmal eben so angehoben. Hebt man mal so hoch, diese Dino-Viecher. Ihr wisst. Jetzt ficken die, oder? Ja. Es dauert eine Weile, deswegen zischen wir ab. Sind das meine einzigen? Ne, sind nicht meine einzigen Wasserviecher drin. Ich war schon schlau. Okay. Geht Cult of the Lamb nur zu zweit? Das Koop geht nur zu zweit. Wir können uns auch abwechseln, je nachdem, wie viele Leute dann da sind und so. Ihr wisst. Am Ende ist eh nur einer da und dann ist es eh egal. Wir werden sehen. Es gibt jetzt keinen Grund darüber, jetzt lange nachzudenken. Wisst ihr, was ich meine? Guck dir die Typen da an. Warte, ich habe eine Idee. Oh nein, ich bin wehrlos. Bitte greift mich nicht an. Hilfe! Hilfe! Hey, kommt ihr her? Hat das mein Ding Schaden? Nein, okay. Ah, meine Bälle sind fertig. Yippie. Macht mehr. Guck mal. Aber wir haben kein Eisen mehr. Okay. Ah, whatever. Oh, er ist einfach verschwunden, Junge. What? Also ich wäre bei Cut of the Lamb dabei. Ja, wir schauen. Das ist ja noch mehr als ein Monat weg. Also. Wir werden sehen. Sieht bis jetzt einfach nur wie so ein Bootleg. Ich glaube, das ist das letzte richtige Update für Cult of the Lamb sogar, oder? Einfach nur dieses. Okay, Gigaschild. Why did you just call me? Did you just say the N-word? Okay, leg einfach auf Boden hier. Wir brauchen normalen Stoff. Wie viel? Ich will nicht zu viel machen. Den Rest machen wir hochwertigen. C. Ne, 5 sogar nur, oder? Ja, 5. Junge, Cult of the Lamb Musik ist so gut. Ich weiß nicht, warum die Musik so Banger machen in so einem kleinen Indie-Spiel. Okay, kommt. Yes, it's the Big Thigh Monster Guy. Okay. Bill Nye, the Science Guy. Bill. Lass uns ein paar Beeren nehmen hier. Kurz. Ja, ich nehme 300 mit. Scheiß drauf. Haben wir nicht genug Essen hier? Ich glaube, wir haben nicht genug Essen. Ich glaube, ich muss ein Bärenfeld mehr bauen. Okay.
Wo kann man das mal hinsetzen, wo es nicht nervt? Komm, hier ist doch richtig geil. Okay. Geiler Platz. Geiler Ort, geile Leute. Poste 2. Ich würde Poste immer gerne spielen, aber... Es ist absolut in Deutschland nicht erlaubt. Es radikalisiert Leute. Es radikalisiert. Habt ihr das mitbekommen? Es hat so ein Typ bei der EM Leute abgestochen oder so. Kriegt das ständig mit, weil ich hab so... Ihr wisst, es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass intelligentere Leute einen stärkeren politischen Bias haben. Und das Einzige, wie du dagegen ankommst, ist, wenn du offen bist. Deswegen folge ich sowohl rechten als auch linken Leuten und lass mir das von beiden Leuten immer schildern. Und der rechte Typ ist der Einzige, der immer so wirklich darauf reportet, wenn so Gewaltattacken passieren. So, der Linke kommentiert das so gar nicht. So, als wäre das nie passiert. So voll awkward, so. Auch mit diesem einen Polizistenjunge, der abgestochen wurde. Es werden einfach alle werden abgemessert. Kann dir das Spiel schicken? Ja, ich weiß nicht, Mann. Ich werde sehen. Haben wir wieder... Sehr gut. Give me the metal. Alles, bitte. Alles. Hallo, nimm doch einfach alles. Was ist das? Dieser Typ, ey, ich schwöre dir. Oh, es sind 25 Grad hier drin. Alter, es sind fast 26 Grad hier drin. Ich gehe gleich in Flammen auf, Jungs. Ihr wisst. Live on television. Okay. Quivin-Sattel. Mach. Wenn der nicht absolut episch und mega geil ist, dann stirbt jemand. Oh, guck mal, ich habe eine Granate hier drin. Einfach so rumliegen. Cool. Granaten sind tatsächlich richtig gut in dem Spiel. Auf wen werfen wir die? Komm, wir werfen die einfach so... Arbeitet schneller. Oh, warte. Guck mal, seht ihr die Enten da vorne? Oh, sie wissen es. Sie haben es gerochen. Ne? Warte. This is duck hunting. We'll be hunting the duck. Allahu Akbar. This game is awesome. Und der Shrek 5 wird angekündigt von dem Producer. Es gibt 5 Shreks. Ich glaube, ich war nur Kind bis Shrek 2 und dann habe ich die nie wieder gesehen. Okay. Hochwertigen Stoff brauchen wir für diese Palbetten, diese Riesen. Dann kann ich mein Lager nochmal upgraden. Das können wir jetzt gerade mal kurz nebenbei machen. Oh, ich habe keine Nägel. Benutze deine Fußnägel. warte. Ich muss gerade ein bisschen... So. Sind die hier fertig? Ja, gut. Macht mir Nägel. Keine Ahnung, fuck it. Irgendwie 20, 30 Stück oder so. Das sind 60, glaube ich, dann. Ja. It doubles. Also, wir gehen gleich zu diesem neuen Gebiet. Ich würde mich da schon gerne hinkämpfen jetzt. Und zwar sofort. Wieder gar nicht. Mit sofort meine ich, wir sind schon eine Stunde drin. Es geht so schnell Zeit mit diesem Spiel. Es ist irgendwo hier oben im Meer. Da ist die Insel. Hier ist das Oil Rig, wo du sofort aus der Luft geschossen wirst. Als wäre das fucking Israel oder so. Warum ist hier einfach so ein Punkt, wo ich war? Das geht doch gar nicht, oder? Was ist das? Sehr ominös. How the fuck? Hä? Das ist einfach kein Anschluss. Wie war ich hier? Okay, cool. Überhaupt nicht gruselig oder so, ne? Mein Palworld-Spiel ist verflucht. Spiel Palworld nicht um 3 Uhr nachts. Leg es weg. Shrek ist gut für Memes. So müssen die mehr von machen. Das ist wichtig. Okay. Work faster. Meine Scheiße hier wird nicht fertig, Mann. Komm schon, Jungs. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht in meine Viecher. Sammel Pilze und steck sie dir einfach in den Mund. Sammel die roten Pilze und steck sie dir in den Mund. Mh, lecker. Rote Pilze. Seht ihr?
Palworld bringt. Das ist eigentlich voll gefährlich, wenn so ein kleines Kind Palworld spielt, rote Pilze aufsammelt und die dann isst und dann so, weißt du? Das ist eigentlich schon, sag mal, Azuma Dayo, was für ein Scheiß? Was ist das? Ist das wieder so ein Typ, der seine Eier rausholt oder so? So wie ich dich kenne, ist das wieder so ein Typ, der einfach seine Eier rausholt oder so. Der wird einfach full dick out, weißt du? Warte, ich sehe auf dem Type-Chart, Eis ist gut gegen Drache, Drache ist gut gegen Dark. Oh, Normal ist gut gegen nichts, cool. Lass uns mal nur Normaltyp-Pokémon Pals benutzen. Sorry, ich hab das P-Wort gesagt. Vergebt mir. Ah, guck mal, sie haben die Nägel fertig. Let's go. Okay, wir bauen jetzt hier irgendwo... Wo soll ich hier riesige Betten hinbauen, Junge? Ich habe ja nirgendwo Space. Ja, keine Ahnung. Ja. Mhm. Bruder, ich habe hier so kein... Ja, einfach scheiß drauf. Ich komme hier eh teilweise nicht dran. Die schlafen auf dem Boden, weil die hier nicht drankommen an die hier, weißt du? Weil hier die Klippe drüber ist. Weil der KI ist so busted. So unkultiviert. Was? Ich mag Däuchchen, Code of the Lamb. Oh mein Gott, kill dich. Das Sex-Simulator spielen. Oh, thanks. Hallo? Guck mal, das bauen die gar nicht. Das heißt, die kommen da gar nicht dran. Los. Hör mal, wer da hämmert. Er liegt richtig los. Oh, okay. Ah, guck mal, ein paar Eier sind fertig. Yay! Lunaris. Das ist dasselbe Vieh. Zweimal hintereinander sogar, damn. Okay. Wir brauchen eigentlich Palsphärenwerkbank Level 2. Was kostet die? Dann, damit würden wir große Fortschritte machen. Platine. Hochwertiges Metall ist ein Problem. Das dauert ewig zu schmelzen. Guck mal, wie lange der da schon dran rumschmelzt. Das ist schon vor dem... Oh, er ist 62. Aber wenn wir das nebenbei machen... Wann kriegen wir diesen elektronischen Hochofen? Der ist viel besser. Elektroheizung. Na, das ist es nicht. Elektrokühler. Elektrischer Hoche, 44. Ja, dann leveln wir jetzt einfach bis 44. Ich würde sagen, wir überspringen die Ultrasphäre einfach auf Scheiß drauf. Weil es dauert ewig. Es ist schwer Verschwendung von Ressourcen jetzt. Das. Er isst das einfach. Guten Appetit. Schneller! Oh mein Gott! Ich habe Autismus. Ich brauche Stimulierung. Kann jemand Subway Surfers Gameplay anmachen? Code of the Lamb Update war doch Local Co-op. Steam Remote Play Together geht doch locker. 100 Pro, oder? Ansonsten kommst du einfach vorbei. Ich gebe dir meine vollen legalen Namen und meine Adresse. Scheiße, was machen wir, wenn Steam nicht geht? Steam Remote Play Together. Es muss gehen, oder? Es ergibt gar keinen Sinn, wenn es nicht gehen würde. Keine Ahnung, ich kidnappe einfach einen random Asiaten von der Straße und zwinge ihn dazu, das mit mir zu spielen. An Gunpoint. Ich halte ihn einfach die Webcam ist dann die ganze Zeit, wie ich dem so mit die Knarre an die Stirn halte. Wenn er stirbt, wird er ersetzt. China. Mexico is the new China. Seid ihr richtig gespannt, wer in Amerika gewinnt? Ich kann es dir jetzt schon voraussagen, es wird Trump sein. Es wird Trump sein oder Biden betrügt, weil er einfach ein alter Mann ist. Stahltruhe. Oh, das können wir sogar sofort machen, glaube ich. Yes! Cause I'm the best! I am the best. Go Kids. With that shit. Yes. Ich habe letzte Woche, nur mal um Animes zu reden, letzte Woche habe ich Mushoku Tensei, den zweiten Teil der dritten Season geguckt. Ich muss sagen, Mushoku Tensei, also Jobless Reincarnation, der Anime wird besser, je weiter du reinkommst. Ich finde, die erste Season ist ganz okay. Da sind teilweise Sachen drin, die finde ich richtig schlimm, weil der Typ ist 33 in einem Kinderkörper und will Kinder ficken. Das ist schon fucking kritisch manchmal. Aber
Wenn du da über den ganz klaren Childporn drüber hinwegsehen kannst, dann wird's gut irgendwann. Yeah. Elektrische Pharmazieanlage. What the fuck is that? Wir machen hier Walter White, Junge. Jesse! Jesse, we need to cook, Jesse. Wo ist die Scheiße? Da. Ermöglicht die Herstellung von Medikamenten. I don't need that shit. Meine Medikamente ist meine Pistole. Entweder die arbeiten oder sie sterben. Es gibt kein Zwischending. Wofür brauche ich Medikamente? Erklär mir das mal jemand. Jesse, we need to cook. Jesse, the Pal World Pals. Jesse, we need to cook. Jesse. Okay. Weiß gar nicht, was mehr, was wir gemacht haben. Ich habe Autismus. Ah, hier. Mal gucken, ob dieser Quivern-Typ schneller ist als mein jetziges Vieh. Lass mich durch! Ich bin wichtig! Okay. Quivern. Wo ist der denn? Da. Mal den mal rein. Ah, guck mal, es hat dieses Kack-Nonaris-Vieh einfach bei mir. Okay. Er kann doch nicht mal fliegen, was? Ah, doch. Ist der schneller? Der ist schneller. Okay. Looks like somebody has been replaced. Oh, what a shame. Ja, der ist schon schneller. Und der ist riesig, Junge, wie mein Penis. Okay. Sag ich nicht um was... Das ist kein Korpion, Leute. Bitte. Okay. Machen wir den hier einfach rein. Der hat 3 Tragen, 2 Elektrik. Ich glaube, wir brauchen... Ist das du? Ja, komm auf Scheiß drauf. Du kommst da mit rein. Wen machen wir noch rein? Ist mein Hund wieder am Leben? Mein Hund lebt wieder, okay. Sehr gut. Wir haben irgendwie 10 Minuten überbrückt. Alter, dieses Spiel ist so Zeit-Fucking. Bigarde Lizzy. Die ist auch ganz gut. Die hat richtig viel Zeug. Machen wir die auch rein. Okay. Haben wir genug Betten? Ja, sehr gut. Lassen die andere Lager kurz gehen. Lass die auch besetzen. Aber mein Charakter ist echt weird. Was? Main-Charakter ist echt weird. Warte, ja stimmt. Ansonsten manche Charakter... Achso, in Mushoku Tensei. Ja, der Main-Charakter ist so ein richtiges Problem, Junge. Es gibt wirklich... Ich hab in der zweiten Season und so, ich denke mir... Was? Pal-Aufhübscher. Sorry, what? What? The fuck is that? In der zweiten Season habe ich mir echt teilweise gedacht, warum muss das ein Isekai sein? Die hätten das einen puren Fantasy-Anime machen können und dann wäre das nicht weird gewesen. Weißt du, was ich meine? Dann wäre das in Ordnung gewesen eigentlich. Sagen die nicht so viel, dass den Scheiß zeigen, hätte ich das abgenickt. Aber da der Typ 30 ist in einem Kinderkörper, sage ich dann ganz klar nein zu. It's a bit much. Was ist das hier? Pal-Skin? Skin entfernen? Was? Ich skin die einfach so. Haut abziehen. Oh, holy moly! Woo. Holy shit! Kativa wird mit cool ausgeschattet. Fortfahren? Oh, damn! Okay. Ehre. Den will ich jetzt eigentlich nur hier rumlaufen lassen, nur deswegen. Damn. Ja, aber Pure Fantasy bringt keine Views. Das stimmt auch wieder. Die Japaner brauchen Kinderpornos und so ein Scheiß. Das ist ganz wichtig für die. Die sind nämlich alle kaputt im Kopf. Okay. Den machen wir hier rein. Das ist eigentlich eine Steinmeine-Kolonie. Habe ich noch was Stein abbaut? Wenn nicht, machen wir einfach Transporter da. Ja, hier, guck, den machen wir rein. Den können wir reinmachen. Der baut nur einen Stein ab. Kann man nicht sortieren nach Steine? Genau, das geht ja jetzt, Bergbau. Ah, die haben alle nur einen Bergbau, okay. Schade. Oh, jetzt hat's mir diese ganzen Wollenviecher durcheinander. Egal, was soll's. Ich würde sagen, wir gehen kurz in die Wüste, ein paar Schildkröten fangen. Das ist auch gut fürs Level. Nicht nur den Japanern, auch den Redditors, die so relatable finden. Es gibt Leute, die finden ihn relatable.
Wissen die, warum der rausgeflogen ist, original, in der ersten Iteration der Geschichte, ne? Der Webnovel war das, glaube ich. Ich glaube, der ist langsamer als mein Blitzvieh, kann das sein? Der fühlt sich langsamer an. Ich glaube, mein Blitzvieh ist schneller. Fühlt der sich nur langsamer an oder ist der langsamer? Ich glaube, der ist langsamer. Okay, wir holen doch mein Blitzvieh wieder. Ich glaube, der ist langsamer. Okay, sehr gut. Sehr gut, dass ich den Sattel gemacht habe. Ich glaube, der ist nur legendär, weil der irgendwie stärker ist oder so ein Scheiß. Ist mir aber egal. In der originalen Iteration von Jobless Reincarnation wird der rausgeschmissen aus dem Haus von seinem Bruder, weil der eine Kamera im Bad versteckt hat und seine, ich glaube, 11-jährige Nichte gefilmt hat und dazu masturbiert hat. Und der hat das quasi gesehen und da hat er den Bildschirm so zerschlagen. Im Manga ist es, im Anime ist es nur so gehintet, dass es nur Hentai ist oder so ein Scheiß. Nur Lolli-Hentai. In Anführungszeichen, nur Lolli-Hentai. Nur Childporn. It's only child pornography. Und das ist richtig mies, seitdem ich das gehört habe, Junge. Seitdem ich das gelesen habe. Na, Brother. Ich kann den einfach nicht als gut sehen. Ganz egal, wie viel Character Development der hat und so. Es gab eine ganz coole Szene, die fand ich ganz, ganz süß. Mit seiner kleinen Schwester in der dritten Season. Und man würde erst meinen, wenn ich das sage, dass es so absolut creepy wird. Aber seine kleine Schwester wird so auch so zu so einem Need kurzzeitig. Und er hilft ihr so. Und er reflektiert so darüber, dass er so nie rausgegangen und so. Und er bereut das. Und das ist so. Es war die einzig gute Szene. Für alles andere hätten die einfach einen puren Fantasy-Anime machen können. I don't need that shit. Okay. Let's go. Die jagen sich auch selber in die Luft, glaube ich. Können wir eben... Mach einfach den hier. Oha. Okay. Okay. Chill. Chill, Shadi. Chill. Okay, ich bin Level 40. Let's go. 100% Fangchance. Ist doch geil. Da ist ein legendäres Vieh. Das ist ein Shiny. Shiny. Shiny Sui. Oha, die Viecher sind, glaube ich, neu. Was ist das? Oh mein Gott, was macht das für Geräusche, Junge? Oh nein, es ist ausgebrochen. Bleib doch bitte drin. Ich hasse, dass sie dir das manchmal wegschlagen. Bleib doch fucking drin, Mann. Was soll das? Okay. Egal, ich flieg jetzt weg. Ich bleib nicht hier, um den da zu gucken. Wir wollen eigentlich Schildkröten fangen, aber das bringt Level. Okay. Oh, jetzt guck mal, die schwächen die für mich. Dankeschön. Komm, wir fangen die auch. Mies. Oh, die werfen Granaten. Warte, lass mich die mal schwächen. Nicht zu viel schwächen. Okay, du kommst mit. Ich gebe dir ein neues Zuhause, mein Schatz. Nice. Ein gefangener Mensch. Unmensch. Oh, es gibt einen Erfolg dafür. Cool. Versorgungskapselabwurf beginnt. I'm sorry, what? Okay, sure. Oh, guck mal, das ist eine Schildkröte. Get it! Okay. Alright, sure. Fang die scheiß Vögel. Fang den Mensch. Scheiß drauf. Fang alles. Oh, er ist tot. Okay. Mies. Mal gucken, was in dieser scheiß Versorgungskapsel drin ist. Ist einfach mal... Oh. Ausdauer-Wundertrank. Öl? Did I hear oil? Ja, Öl ist so eine neue Ressource. Ich weiß nicht, warum man das in Versorgungskapseln findet, wenn man das einfach massiv in Ölpumpen farmen kann. Wie ich das gesehen habe. Weiß ich nicht. Mal gucken. Wichser, Alter. Ich hasse das. Hört auf, die wegzuschlagen. Die sind teuer, die Dinger. Ihr wisst nicht, wie teuer die sind. Die Sphären, mit denen ich euch fange, sind teurer als ihr. Sind mehr wert als ihr. Ach, guck mal, wir haben 12 von diesen Vögeln. Ich werde den auch nie wirklich leiden können. Ja, dieser Scheiß...
Ich weiß nicht, Ruderus ist richtig schlimm. My brother. Weiß nicht, wie der noch nicht gecancelt wurde, das verstehe ich auch nicht. So, dieser neue Anime. Oh, wir sind noch ein Level abgelevelt. Oh mein Gott, das ist gerade Power Leveling. Solo Leveling. Do you remember who to get? A boy who lost a bit. Bleib hier! Ich whiffe. Oh mein Gott, sie vernähren sich. Oh mein Gott, bleib hier. Oh mein Gott. Mies. Okay. Warum haben die so eine niedrige Fangchance, wenn die auch einfach so irgendwo in der Low-Level-Wüste rumlatschen? Hallo! Für wen hält er sich eigentlich? Ich ermorde den gleich. Okay. Ich glaube, der Mangaka von Jobless Reincarnation ist an der Police Inspection wegen Childporn, aber wurde nichts gefunden. Damn! Das würde ich sogar glauben, Junge. Würde ich wirklich glauben. Weil der Typ... Den Charakter, den er schreibt, der ist schon mies suspekt, Junge. Guck mal, warum rennen die mir da hinten hinterher? Was mit denen? Lass mich in Ruhe. Ich will nichts kaufen. Guck mal, wir swoopen hier kurz rein. Fangen hier die Viecher. Vielleicht die Menschen auch gleich mit. Scheiß drauf. I'm not picky. Nein! You're coming home. I'll take you home. Yes! Wir machen unser eigenes Menschenteam. Okay. Ach, ich weiß nicht, Jobless Reincarnation ist richtig schlimm. Die haben tatsächlich diesen, kennt ihr, habt ihr es mitbekommen, diesen, My Wife is Now a Preschooler oder wie auch immer der heißt. Es geht quasi darum, der kommt neu raus. Es geht darum, dass seine Frau stirbt und als Grundschulkind wiederkommt. Sowas kann nur aus Japan kommen, Jungs. Aber angeblich soll es nicht so schlimm sein, wie es klingt. Angeblich ist da nichts Sexuelles mit und sie hilft wirklich nur ihrer Familie mit ihrem Tod klarzukommen oder so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube das erst, wenn ich sehe. Okay, lass dieses scheiß Truhenvieh fangen. Ich will wissen, was damit ab ist. Nice. Mimog. Er mockt, Leute. Oh mein Gott, ich wollte nicht absteigen. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von euch. Danke. Okay. Oh mein Gott, so viele Fuddler. Was ist das? Warum sind die so viele Fuddler? Wilderer einfach, legit. Was ist das? Fangen sie alle. Oh, jetzt wieder ausgeholt. Egal, wir haben hier schon 12. Guck mal, das hier ist neu. Hier kannst du diese Münzen kriegen, diese neuen. Ah, nur Nagel- und Pistolenmunition, schade. Komm her, wir fliegen weiter. Lass das kleine Vieh in Ruhe. Es hat dir nichts getan. Einfach auf YOLO. Warum sind hier so viele Schildkröten gerade unterwegs? Es sind gerade sehr wenig Schildkröten. Fick dich. Oh mein Gott, ich hasse, dass sie die so wegschlagen manchmal. Es triggert mich. Es triggert mich wirklich. Dankeschön. Mehr Menschen. Warum sind hier so viele Schildkröten? Das check ich nicht. Hier sind normalerweise alles voll mit denen. Oh. Junge, jeder Anime in letzter Zeit war nur Isekais. Ey, was richtig schlimm ist, es fängt jetzt ein Trend an, weil Solo-Leveling in Südkorea so beliebt war. Das musst du mal angucken, das ist richtig lustig. Jeder beliebteste Manhwa in Südkorea, Manhwa ist quasi südkoreanische Mangas, jeder beliebte Manga hat einfach Solo im Titel. Solo-Leveling, Solo-Fighter, einfach alles Bullshit, Junge. Ist einfach derselbe Bullshit, einfach regurgitated. Das ist richtig schlimm. Solo-Leveling ist wie Sword Art Online, bloß halt aus Südkorea. Es ist eigentlich richtig mit, aus irgendeinem Grund aber richtig beliebt. Und, sparkt halt richtig viele Copycats. Das ist mein Fazit.
Oh, guck mal, hier ist Kohle. Das könnte ich sogar mitnehmen. Ich brauche Kohle tatsächlich. Oh, jetzt. Oh ja, die Schildkröten. Nice. Wir sind auch richtig gelevelt. Zwei Level. Stolz, zwei Level geholt. Skille Gewicht. Hallo, Mr. Schildkröte. Sie kommen mit. Sie kommen mit. Made in Milk ist. Oh mein Gott. Made in Abyss ist fucking. Fucking schlimm, Junge. Der Autor hat einen Fetisch darüber, dass Kinder sich übergeben. Und ich. Es ist so offensichtlich, ne? Es ist fucking schlimm. Weil das Schlimme ist. Das Schlimme ist auch noch, der Plot vom Anime an sich ist eigentlich richtig cool, aber warum müssen es unbedingt Kinder sein und warum übergeben sie sich die ganze Zeit? Was ist mit diesem Kerl los? Wisst ihr, was ich meine? Oh, ich habe einen Mammut, was mache ich? Solarkanone, let's go! Yes! Wie viel Space habe ich? Will nicht zu viel aufsammeln. Einfach nur ein bisschen was mitnehmen. Okay, wir sind übergewichtig. Nur fucking fett. Werf einfach das Leder ab. Okay. Time to leave. Das Blitzvieh ist halt wirklich schneller, ne? Im Fliegen. Als mein komisches Drachenvieh. Ist schon komisch. Hä? Es gab einen Typen, der mich beleidigt, weil er gesagt hat, dass ich Solo-Leveling mit war. War es aber auch. Ich sag mal so, ist ja nicht so, dass ich so rausgehe und rumschreie, dass alle Leute, die Solo-Leveling gut finden, scheiße sind oder so. Es ist einfach nur, ich finde objektiv von der Story gesehen, ist es einfach nichts Besonderes. Es hat keine wirklich gute Story. Das Einzige, was gut ist, ist es gut animiert. Und das war es eigentlich. Es ist halt ein Dragon Ball-mäßiger Anime, wisst ihr? Es ist einfach nur, was du guckst, ohne dass du dein Gehirn einschaltest, weißt du? Aber nur so nebenbei oder so. RTL. RTL für Gen Z-er. Hast du ein paar Headform-Empfehlungen? Ich kaufe mir immer das hier. Ich habe das hier zweimal tatsächlich. So spielen wir jetzt. So spielen wir jetzt. Okay. Ich hab's sogar dreimal, glaube ich. Ich weiß nur nicht, wo das dritte ist. Ich glaube, ich habe das weggeschmissen. Snogitech irgendwas. Und Paar wird mit 2a geschrieben, Tobias. Irgendwann führe ich ein System ein, womit ich Rechtschreibfehler... Ich hole hier einen Bot rein, der nur Rechtschreibfehler von Tobias zählt. Und dich öffentlich bloßstellt. Das ist ganz wichtig. Oder Stitch, ich setze Stitch da an. Stitch, ab sofort ist es deine Aufgabe, Tobias Rechtschreibfehler zu zählen. Oh, guck mal, Sparkets. Ich glaube, von denen habe ich auch noch nicht zählen. Stay! Why don't you stay? Okay. Ja, tatsächlich nicht. Beziehungsweise 12. Du kannst jetzt 12 von Viechern fangen für Level. Okay. Ich habe völlig vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Ich bin ganz ehrlich. I get carried away really quickly. Ja, lass gleich zum neuen Gebiet gehen. Ich sag das immer und mach's nicht, aber jetzt machen wir es wirklich. Ich schwöre. Ich schwöre auf Allah. Lass mich nur kurz hier die Schildkröten rein slammen. Was kann das? Nur Pflanzen. Sehr gut. Guck dir diese Sesti-Arsch-Zunge an von dem, Junge. Was macht der, wenn du ihn öffnest, der Mimik? Hart im Nehmen. Sehr gut. Hart im Nehmen. Was ein Kerl. Oh. Meine Dinos sollten fertig sein mit Ficken. Oh. Okay. Was machen wir hier rein? Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht sogar Domuts. Weil die droppen Palöl, wenn die in der Farm drin sind. Hangyo. Ah, er ist fragil, nevermind. Ich habe einen Menschen. Ha! Lass mich kurz überlegen. Ja, lass mich noch eine Katze hier reintun, glaube ich.
Nee, eigentlich haben wir... Ah, das ist sehr schwer. Sehr schwer zu wissen, was ich hier reintun soll. Ein Transporter ist gut. Ja. Machen wir noch zwei Betten hier hin. Drei. Doch, zwei. Zwei. Oh mein Gott, baus einfach. Ich habe mir wieder Drive angeguckt. Was für ein Scheiß. Das mit den Kotzen hat was mit den Hürden des Aufstiegs zu tun. Was willst du? Nee, er hat einen Fetisch dafür, darüber. Ist legit. Ich meine, der hat das zugegeben. Warte. Lass mich kurz googeln. Lass mich kurz nachdenken. Ich habe gerade einen Blank. Ich ziehe gerade eine Blank. Made in Abyss. Made in Abyss. Oh Mann, muss mich jetzt jemand angreifen? Ich hab da gar keinen Bock drauf. Genforscher Elite-Trupp. Oh mein Gott, das ist auch noch meine schwache Basis. Okay. Die Basis hier ist zu schwach, um Angriffe abzuhalten. Deswegen machen wir eine Approach-Strategie, die heißt, Abandon the base. Abandon the base. Abandon the base. Abandon the base. Get the fuck out of here! gehen jetzt hier oben hin. Gucken jetzt einfach. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall gerade hier. Exactly how much of the story is the author's fetish. It's blown way blown out of proportion. People make out to be the devil. Sure, there's nudity, but it's never sexualized when it comes to kids. Da stimme ich nicht zu. Das ist ziemlich schlimm manchmal. Also ich bin definitiv nicht der Einzige, der so denkt. Dass das nur sein Fetisch ist. Okay. Sind da Pals dabei, die ich fangen will? Ich glaube schon. Oh, guck mal, die schießen nach mir. Hallo. Respektlos? Respektlos, Matsch? Okay, ich werfe einfach mal mein Mammut rein und guck, was er macht. Ist vielleicht ein bisschen... Ah, die greifen meine Dinger mit an. Okay, lass verfessen. Lass verpissen. Das macht meinen Dingern Schaden, meinen Gebäuden. Lass dann lieber gehen. Das macht meinen Gebäuden Schaden. Ich will nicht, dass sie kaputt gehen. Ich habe keinen Bock, den neu zu bauen. Jetzt einfach kurz warten, bis da unten steht. Genforscher wurden abgewehrt. Das ist der Film mit Ryan Gosling. Drive. Achso, okay. Ja... Ich guck tatsächlich nur Animes. Das ist legit. Ich guck nur Animes. Ich guck keine normalen Filme und so. Gerade die neuesten Filme. Ich finde richtig viele von denen. Das ist so ein westliches Problem. Das östliche Problem ist, die machen viel mit Kindern. Kennen keine Grenzen. Und ihre Leute sind völlig überarbeitet. Und der Westen hat ein Problem mit Politik. Die können es einfach nicht lassen, politische Sachen in ihre Filme reinzumachen. Das ist so nervig. So, du willst aber nur einen chilligen Film mit einer guten Story gucken und dann kommt da so eine Frau rein und die ist eine Frau und die ist gut, weil die eine Frau ist und dann erwarten die, dass du klatscht. Nur deswegen. It actually needs to be a good character. No! She's a woman and that's so good and if you don't think that's good, you're racist. actually, you're racist. You just don't know it yet. Sure, whatever, man. Alle Gegner zurückgeschlagen. Wir haben es geschafft, Leute. Ein Applaus für mich. Ja, wir müssen kurz zur Basis zurückfliegen. Das ist jetzt halt so. Die machen tatsächlich nichts kaputt. Die laufen nur dahin. Und wenn keine Viecher da sind, stehen die da awkward ein paar Minuten und dann gehen die wieder. Wenn die meine schwachen Basisen angreifen, Junge. Ich könnte Angriffe auch komplett ausstellen, aber was ist dann der Sinn der Sache? Ich finde Angriffe schon manchmal gut. Weil vor allen Dingen, weil auch manchmal richtig gute Pals dabei sind. Ihr wisst. Okay. Ah, beim Reiten nicht möglich. Ups, ich bin immer nur dumm.
Pack sie alle wieder rein. Die Angriffe sind manchmal richtig nervig und es ist immer noch nicht gefixt, dass Angriffe nicht gescaled sind. Das heißt, wenn du 4 Lager hast, habe ich das Gefühl, es ist so ein unsichtbarer Timer, der abläuft, bis der nächste Angriff kommt. Ne? Ich habe das Gefühl, wenn du mehrere Lager hast, überlappt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, du wehrst ihn ab und dann kommt direkt der nächste. Weißt du? Das ist schlimm. Das Spiel ist halt von Chinesen gemacht. Ich finde das mit dem Kotzen und so eigentlich gut, einfach weil es realistisch ist. Macht ganz extrem traumatisch, weil die Charaktere siehst, wie sie strugglen. Die Szene, wo Mitty stirbt, ist echt nice, weil der Autor mich mit Gewalt nicht zurückhält. Ja. Aber die Sache, die Frage, die ich mir immer stelle, ist so, müssen es Kinder sein? Hätten die Charaktere... Ich meine, der Anime ist ganz klar an erwachsenere Audiences gerichtet. Hätte es wirklich wehgetan, die mindestens Teenager zu machen? Warum müssen es Kinder sein? Das ist so, why? So, denken die so, wenn die nicht 7 ist oder so, dass sie nicht nach ihrer Mutter gesucht hätte, weißt du? Yes, 3 Drachen. Oh mein Gott, die wiegen unglaublich viel. Scheiße. Fuck. Ah, nee, ich habe noch die ganze Kohle dabei. Okay. Aber guck mal, ich habe diese neuen Dogecoins. Mockmünze. I'm mock the fuck out. Komm her, mein Sohn. Mein Sohn, du musst mich tragen. Bitte. Ich lehne dich an. Hallo. Was denn mit dem? Er ist kaputt. Ich muss ihn einschläfern. Hallo! Jetzt. Okay. Wir müssen gleich die Dinos wieder zum Ficken werfen. Das waren nicht alle Eier, glaube ich. Ich musste die nur rausholen, weil wir angegriffen wurden. Bei Kindern, die Leid holen, Teenager willst du sterben sehen? Na, I don't know. Wenn du Charaktere relatable machst. Es müssen nicht Kinder sein, damit ich traurig werde, wenn die sterben. Siehe Jujutsu Kaisen. Man kann vieles über Jujutsu Kaisen sagen, aber die machen das. Das ist eine Sache, die gut machen. So. Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber halt dieser Lehrer-Typi, der war schon cool. Weißt du? War schon ein L, dass er weg ist. Weißt du, was ich meine? Und der ist halt erwachsen. Und ein Lehrer. Und kein kleines Kind. Egal, was soll's. Ist halt Geschmackssache, ne? Ich finde das halt... Es ist halt verstörend. Aber ich finde, es übertritt da so ein bisschen die Grenze, wenn es so mit Kindern geht. Weiß nicht, man. Weiß nicht. Ich bin auch kein erfahrener YouTuber wie Dr. Disrespect, Junge. Ich stehe noch nicht auf Kinder, sorry. Ich finde das noch nicht geil. Und ich finde, das ist ein bisschen zu verstörend für mich. So. Stitch guckt sich das an. Er ist so verstört, aber feiert das. Dr. Disrespect guckt sich Made in Abyss an. Er holt so seinen Penis raus, so. Yes! Fuck yeah! That's the biggest W of all time. Dr. Diddle's Kids. Okay. Den Scheiß brauche ich nicht. Okay. Oh mein Gott. Hilfe! Das ist neu hier, diese Tränke. Du kannst so permanent deine Stats Ausdauer Wundertrank. Ja. Yeah. Ist meine Ausdauer höher. Nur um 20 Punkte erhöht. Ist doch cool. Ist fresh. Liebe Boji the Rock. Ich habe das nie geguckt. Das Gefühl von Fantasy und Abenteuer lässt sich durch Kinder besser drüber bringen. I don't know. Ich habe das Gefühl, Rack ist ja, weißt du, Rack, der Roboter, ich weiß nicht, ob der Rack hieß, ich glaube, der hieß Rack oder so. Der Roboter ist ja quasi der Insert-Charakter, weißt du, weil er ja so Amnesie hat. Das heißt, das Mädchen erklärt ihm ja alles, weißt du, und damit quasi der Audience. Das heißt, ich finde, du brauchst das nicht so, um das rüberzubringen, weißt du, was ich meine? Du hast ja quasi, dass Rack alles erklärt wird, schon als narratives Mittel. Da brauchst du nicht unbedingt auf Kinder setzen. Nakani, was? Was? Nanakani? Achso, das ist die Blonde, oder?
Ich glaube, ich weiß wie die, zumindest wie die heißen. Ich hab's nie geguckt, weil Musik interessiert mich einfach nicht. I don't give a shit about music. Die sollten machen, dass in Season 3 Travis Scott rauskommt. Dann gucke ich mir das an. Dass Bochy Travis Scott kennenlernt. It's me, Travis Scott, from Travis Scott. Aber die Früchte hier sind immer noch nicht respawned, damn. Respawn Früchte überhaupt? Was ist das? Schwefel, okay. Warum kommt gerade so Dubstep-Musik, Junge? Was ist das für ein Theme? Das kenne ich gar nicht. Damn, ist das Cult of the Lamb? Terrasphäre, hm? Alright, sure. Und es gibt auch Dogecoins, oder? Weiß nicht, wie viele wir vorher hatten. Tja. Da ist noch eins. Yeah, Müll aufsammeln. Das ist eine gute Gameplay-Mechanik. Ich finde, das hätten die anders implementieren können als Müll aufsammeln, Junge. Das ist eigentlich ein bisschen cringe. Yeah! Nee, es gibt nicht automatisch. I love... Das Update wurde von den Grünen gemacht, Leute. Du musst Müll aufsammeln im Spiel. Um die neuen Sachen freizuschalten. Das Fluffy Vieh. Dann erschießt der Hollow. Ja, ich weiß. Dieses Vieh, das nur noch existiert. Das gruselige Vieh, das Leute im Schlaf ableckt. Es ist halt wirklich so, der komplette Arc ist halt einfach so, Euthanasia for the mentally feeble. Ups. Das sind komische Themes, das sind locker Themes aus dem Update. Aber ich kenne die gar nicht. Das hört sich so komisch an, Junge. Dann schießt die auf Mitty auf. Ah, nee, das war Mitty. Genau, ja, ich hab was vertäuscht. Die ist... Nanachi ist das Hasenvieh, das die ganze Zeit sexual harassed wird. Ah! Das hat meine C-Attacke ausgetauscht. Das finde ich kacke. Wurzelpeitsche, Digga. Mach Gras-Tornado wieder rein. Das ist besser zum Abbauen. Ja. Das ist dieses Theme von diesem Pilz-Typi. Sozo, Digga. Ich bin's, Sozo. Kennt ihr noch? Der Pilztypi, der war klasse, Junge. Der seine eigenen Leute ist. Korrekter Kerl. Nee, sorry, er ist nicht seine eigenen Leute, er raucht seine eigenen Leute. So war das. Ich bin Sozo, ich brauche mehr Pilze, Junge. Und er stirbt an einer Überdosis, ist based. Er stirbt den Frankfurter Tod. Wo sind meine Tornados? Man, this guy fucking sucks, man. Boo, this guy stinks. Egal, wir haben eh genug. Scheiß drauf. Ich will jetzt nicht so viel sammeln, dass ich übergewichtig werde. Ist nicht der Mad Grind gerade. Ja, lass jetzt in Richtung neue Insel fliegen. Und ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt. Okay. Wollte nur noch ein bisschen Shit sammeln. Wir gehen dahin. Erinnerst du dich noch an den Bug, durch den einer der NPCs Französisch geredet hat? Ja! Das war dieser eine Kult-Follower, den du einfach random gefunden hast. Und dann so war das so, willst du den mitnehmen? Und ich habe so absichtlich so Nein gedrückt, weil er war Franzose. Würde ich jederzeit wieder tun, das war die richtige Entscheidung. Habe ich so gesagt, du kannst von mir aus Mörder sein, aber wenn du Franzose bist, kommst du bei mir nicht rein. Based. Based and red pills. Machen wir lila, machen wir gelbe? Nein, scheiß drauf. Wie viel habe ich denn? Wie viele rote? 13 nur. Damn! Fließbandwerk Level 2. Pumpgun. Was? Flucht? Wegschild-Set. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ein Speer. Richtet alle, die Pals schlecht behandeln. Aber ihre Leute laufen noch mit Armbrüsten rum und schießen einfach irgendwelche Pals kaputt. I don't get it. What's the lore? What's the lore implication here? By the way, ich habe die Post zu auf Discord hochgeladen. Oh mein Gott, ich werde sofort vergewaltigt hier. Was ist das?
Lass mich in Ruhe. Will nicht mit euch Sex haben. Sex with Hitler. Ich glaube, die neue Insel ist da. Hier irgendwo in die Richtung. Vertraut mir. Ich bin Experte. Ich weiß nicht, wie man landet, deswegen mache ich immer meine Ausdauer leer, damit ich einfach auf dem Boden. Ja. Sehr gut. Sehr richtig und wichtig. Hier bedürfte einfach. Ah, guck mal, ich sehe sie. Seht ihr die? Nee, ich glaube, das ist nicht die Insel. Ich bin einfach nur Autist. Ich glaube, das ist da hinten irgendwo. Ist nicht die Insel mit dem großen Baum tatsächlich. War die wirklich hier irgendwo? I'm unsure. I'm not so sure anymore. Wir werden sehen. Scheiß drauf. Nicht googeln. Googeln ist cheaten und das machen wir hier nicht. Das unterstützen wir nicht. Wir müssen die Immersion echt halten. Wir sind auf einer Insel gestrandet. Ein Mann. Ganz viele Tiere. Also ich muss sagen, Fanspiel, das in dem zum Sex-Szene mit Hitler sehr schlecht animiert. Damn. Rippt einfach so in das Spiel. Ist ein kleiner Indie-Developer, oder? Ist der Developer deutsch? Kann man den kontaktieren? Er soll mich ins Spiel reinmachen. About to get my ass fucked by Hitler. Hitler diddle my ass. Anime-Vorschlag für Season 4 von Mushoku Tensei. Dr. Disrespect kommt aus dem Schrank und fickt einfach seine Kinder. Fickt einfach Rudis Kinder. Nimmt die einfach mit, so. It's me, the Dr. Diddler. Give me your kids, man. Fuck, ich habe keine Goldschlüssel und kein dieses Schlossknackset. Die haben auch das. Die hören einfach nicht auf mit dem Kopieren. Man kann jetzt Schlösser knacken von Truhen, ne? Und die einfach das Minigame aus Skyrim gerippt. Kennt ihr das zum Schlösserknacken? Die haben das einfach 1:1 gerippt. Ist fucking lustig, Junge. Das interessiert die einfach gar nicht mehr. Die einfach absolut respektlos. Ist das die Insel da vorne? Ich glaube. Nee, da vorne ist sie, oder? Ich glaube, hier vorne war. Ja, hier vorne, hier. Wir müssen hier kurz den Ozean überqueren. Tief im Ozean. Ich weiß nicht, welches Getränk ich trinken soll. Ich trinke meine Energy. Ich habe auf Rule 34 aus Versehen gespoilert. Ich habe ein Bild gesehen, in dem Woody Sex mit Roxy und seinem Kind. Alright. That's enough Internet for today. Würde ich dem aber zutrauen, ist fucking eklig, der Kerl. Ist fucking schlimm. I'm gonna fuck my own kids, man. Ich meine, der Mushoku Tensei, der Manga wird besser, glaube ich, vom Anime. Wenn der Anime noch weiter dem Manga folgt, ich meine, es folgt später seinen Kindern. Soweit ich weiß. Also irgendwann sind wir Rudi los und dann kriegen wir einfach nur noch gute Fantasy-Abenteuer. Dann sind wir den Fucker einfach los, der stirbt. Verreckt einen jämmerlichen Tod. Weil der fängt ja eine echte Beziehung mit... Ich weiß, der hat der... Auch mit der Rote... Die Rothaarige kommt auch wieder. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die war ultra nervig. Die der auch so einmal vögelt und die dir dann den Stich lässt. Und dann hat er Erektionsstörungen. Was ein sehr komischer Plotpunkt war. Ich glaube, der Autor hat versucht, irgendwas zu copen mit seinem Writen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, der Autor hat Erektionsstörungen. was vielleicht sogar was Gutes ist, wenn man so seine Präferenz beim Alter anschaut. Er kidnappt so ein Kind und kriegt es dann Gott sei Dank nicht hoch. So, thank God. Ja, Eris, ja, die kommt auch wieder, die kriegt auch ein Kind mit dem, ich glaube nur eins. Und dann gehen die Kinder von denen auf ein Abenteuer. Und dann folgt es nur noch den Kindern. Und dann sind wir Rudi fucking los. Eine schöne Sache. Mushrooms? We're rich. Okay, neue Insel, let's go. Ich glaube, hier ist alles fucking Level 50, also... Einfach mal nur ein bisschen vorsichtig drüber geflogen erstmal. Ganz sachte. Ganz sachte und schmachte. Ein laufender Pilz. Trippy. Welches Level bist du? 44. Ja.
Okay, ich versuch's. Scheiß drauf. Ja, das könnten wir packen. Schwoomer, Digga. Warum sagt er das N-Wort, Junge? Respektlos. Hört ihr das auch? Did you hear it? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh! Oh mein Gott, er hat nur eine Fangwahrscheinlichkeit von 0,00%. Das ist mies. Die sind fucking stark. Ich warte bis... Oh. Ich warte bis mein Feuerangriff wieder bereit ist. Ja, jetzt richtig guter Moment, um zu sagen, ich hab Hunger. Guck mal, die bauen alle Pilze da ab. Guck mal, wie viel Holz da rumliegt. Warum greift mich der andere jetzt auch an? Ich greife so 30 Viecher von denen an. Was soll das? Ich will nicht, dass mein Flugvieh stirbt. Das wäre problematisch. Digga, der Schwoomer, Alter. Warum macht das so wenig Schaden, Mann? Ja, scheiß drauf. Den kriegen wir nicht. Akzeptiere das L und flieg weiter. Die greifen immer noch an. Was ist denn mit denen? Chillt doch mal. Will nichts von euch. Hier kann man sich wahrscheinlich... Hier ist sogar Öl, oder? Ist hier Öl? Ja, da ist Öl. Das ist die neue Base Location, Leute. Ja, warum greift er mich einfach so an, Junge? Lass mich doch mal in Ruhe. Wollen alle einfach grundlos Stress anfangen. Das Ding ist ja, dass sie ihn nicht mal im Stich gelassen. Der hat einfach nur zu dumm, sich auszudrücken. Dass sie nicht stark genug ist, ihn zu beschützen. Ja. Es ist einfach nur... Es ist genauso wie... Es ist sehr convenient geschrieben. Es ist einfach für Convenience, weißt du? Es ist genauso wie, dass Roxy... Bevor sie mit ihm vögelt, nie nach seiner Frau fragt, weißt du? Normaler Mann, weißt du, normaler Mensch hätte das sofort erkannt, weißt du, was ich meine? Er ist ein bisschen... Ist ein bisschen awkward. Aber okay. Das ist einfach nur Convenience. Damit der Autor, weil sonst funktionieren die Charaktere nicht, weil es wäre ja ehrenlos von ihr, wenn die einfach so den trotzdem anmachen würde dann. Die wollen ja, dass die liebevoll und Cover Art bleiben. Cover Art fähig. Aber ein bisschen kann ich dem Autor dafür vergeben. Was ich ihm nicht vergebe, sind die Kinder, Junge. Das vergebe ich ihm nicht. Okay, noch mehr Base Locations mit Öl. Alright. Wir haben nur ein bisschen die Insel erkunden hier. Oh, guck mal, hier ist auch Schrott. It's lit! Granatenwerfermunition? Damn. Litte Insel. Das einzige, was ultra nervig ist, ist, dass alle 2 Sekunden irgendwer mich überfällt. Ist fucking mies, Junge. Ist fucking mies. Ist das hier? Ist das eine Stadt oder? Ist das Japan? Wir haben Japan gefunden, Leute. Wo sind die Japsen? Alle weg. Die Apokalypse. Ich kann ihm schon dafür vergeben, ich liebe Minus. Kosten gerade mal 3 Elixier und können überall in der Arena eingesetzt werden. That's not the type of Minor. That's not the type of Minor he diddled. He did the doctor disrespect, you feel me? He did the diddler. Oh, das ist ein Attackenbaum. Okay. Jetzt wird's lit. Jetzt wird's Travis. Wie es Travis Scott damals meinte, it's lit. Es ist am Brennen. Okay. Gute Attacken kommen. Let's go. Oh, das ist, glaube ich. Oh mein Gott, ernsthaft? Was ist das für ein Meme? Hat das Spiel Spracherkennung? Es gibt mir einfach 2x Selbstzerstörung. Das ist ein Witz, oder? 2x Selbstzerstörung, okay. Sure. Sure, whatever, man. Girls are like multiplication if they're under 12. You do them in your head. Holy shit.
Why the fuck is it 12? Isn't that a little bit low, man? Okay. ApoRed und Leon Mascher haben ja auch so Thailänder gefickt, so Minderjährige. Haben sie sich gegönnt. Wird sie auch niemals jemand für zur Rechenschaft ziehen. Ich finde das so lustig, dass so eine große Sache einfach in Mimis Video so als Seitenfact erwähnt wurde. So als wäre das so absolut gar nichts Schlimmes im Vergleich zu... So, aber er hat Steuern hinterzogen und das ist richtig schlimm. So. Ja, er hat ein paar minderjährige Thailänder gefickt, aber Steuern hinterziehen, das geht absolut gar nicht. Das unterstützen wir hier nicht. Ist das hier einfach so eine random Wüste? Sure. I love desert. Oh, guck mal, Scorpions. Prickstar, Digga. Seine Mutter hat ihn auch nicht geliebt, Junge. Wer nennt sein Kind Prickstar? Kick-Hit. Fangchance? 2%. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt God-Level Luck kurz freigeschaltet. Mies. Mies, dass die alle so... Oh, Müllhaufen! Ja, ich kann aufräumen! Los, Leute. Das ist mein Einsatz. Yeah! Morg-Münze. I'm Morg the fuck out. Oh, das ist die neue Fraktion. Was? Gesellschaft des Blutmondes. Ninja-Meister. That's racist, don't you think? Just because the Japanese, they're ninjas? Oh mein Gott. Holy shit. Who the fuck are you? Geile, please, leave me alone. I want to live. Wenn mich einer hier killt, bin ich, glaube ich, massiv am Arsch. Weißt du, was ich meine? Wie zum Fick komme ich hier wieder hin zurück? Wir sterben einfach nicht. Wir sind einfach Pro-Gamer jetzt, okay? Ach, guck mal, Kirschblüten. Wärmt jeden, das Herz von jedem Weep, Kirschblüten. In Thailand sind die Gesetze halt anders. Dafür kann man keinen Deutschen bestrafen. Ja, aber du kannst sie gesellschaftlich ausschließen für den Abschaum, der sie sind. Weißt du, was ich meine? Dass sie sowas ausnutzen. Weißt du? Ihren niedrigeren gesellschaftlichen Stand, nur weil dieses Land verarmt sind und die dazu gezwungen sind, mehr oder weniger, um zu überleben. Weißt du, was ich meine? Nur weil etwas illegal ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Und nur weil etwas legal ist, heißt es nicht, dass es gut ist. Weißt du, was ich meine? Solltest du dir hinter die Ohren schreiben. Governments fail, our guns won't. America! Freedom. Okay. Lass mich hier kurz mal den Müll hier aufräumen. Lass mich hier kurz aufräumen, ja. Granatenwerfermunition. Junge, ich habe keinen Granatenwerfer zum... Oh mein Gott, das ist pink! Chill it, Ignis. Das ist fucking fire, das will ich haben. Ist einfach eine pinke Nudel. I love fucking pinke Nudel. That's lit. Oh. Noch ein Müllhaufen, Leute. Ihr wisst. Hype. Müllhaufen-Hype. So, ja, moralisch ist was anderes. Yeah. That's that. Oh, freue mich kurz. Dieser Stream ist von den Grünen gesponsert. Das ist fucking... Das Aufräum-Update. Yes, gib mir die Dracheneier. Drachen-Jumbo-Ei, es ist kein Riesenei. Throw it in the trash. Okay. Ja gut, ich weiß nicht, die neue Insel ist auch relativ leer, finde ich. Es ist besser wie die anderen Dinger. Auf jeden Fall. Aber... Ist auch ziemlich leer hier alles. Schade. Oh Leute, sehe ich da Müll? Oh, Zeit zu putzen, Leute. Ihr wisst, nichts macht mehr Spaß. Yes! Mock-Münze, Digga. Jo, was geht? Ich glaube, die one-shotten mich, oder? Oh, seht ihr den Müll da unten? Ihr wisst, ich kann nicht widerstehen. Ich muss da aufräumen. Oh, joking. Piss. Joking, fuck that shit. Zum Beispiel die Liefmann-Kackstation hier einsammeln. Genshin Impact Event, ich habe geputzt. Ja, ist wirklich so. Ich spiele kein Genshin Impact mehr, der shit fucking sucks. Aber ich musste auch so viel aufwachen, keine Ahnung.
Die ersten paar Missionen in Genshin Impact sind legit gut. So, die ersten, habe ich gerade Holz aufgesammelt anstatt die Statue. Dankeschön, Spiel. So, die ersten paar Spielestunden, aber das ist immer so bei so Handyspielen, ist mit Absicht so. Aber damals wusste ich das noch nicht. Oh mein Gott, eine Stadt. Sind hier die Japanesen? Childfuckers. Welcome to Childfuck Village. Dr. Disrespect is our fucking Bürgermeister. Childfucker Village. Niemand zu Hause. Hello? Echt niemand zu Hause. Was ist das, Junge? Ich fand Japan war früher wirklich besser, Junge. Früher hatten die einfach eine Tradition, einfach ihre Schwerter an Obdachlosen zu testen. Das finde ich fucking lit. Es gibt nichts, was Metal, mehr Metal ist als das. I love the tradition of fucking murdering homeless people on the street. Musst du dir mal vorstellen, Junge, da läuft einfach so ein Obdachloser, läuft da so ein Samurai, schlitzt einfach so einen Obdachlosen auf und alle, die da drum stehen, so, ja, das ist normal. So, ah, Samurai-Summer. Ist ihr Schwert scharf? Ich finde das schade, das hätten die eigentlich in Ghost of Tsushima, das hat mir gefehlt, Junge, einfach irgendwelche Obdachlosen aufschlitzen auf der Straße. War nicht immersiv genug. Okay. Ist das Schattenlaser? What? Diamant? Sturz? Schattenlaser klingt fucking Metal. Hier, mein Sohn. Diamantsturz gebe ich, glaube ich, meinem Eisvieh. Goldschlüssel. Und was war die dritte Frucht? Ah, nur hier. Gischtwand. Ist auch verdammt stark. Ich gebe dir die Wasserattacke. Damn. Okay. Mach Sandtornado raus. Tornados sind Diamantsturz. Gischtwand. Yeah. Und du kriegst den Schatten. Oh, er hat schon Drachenmeteor. Der Typ ist fucking stark, Junge. Das Vieh ist fucking Schattenlaser, Junge. Der Schattenlaser, Jungs. Ihr wisst. Funktioniert der Unlimited Stats Glitch noch? Können wir gleich ausprobieren. Ich hab einen Sweeper. Bestimmt nicht. Sowas Offensichtliches würden die patchen. Wenn nicht, können wir, wenn ihr wollt. Du kannst den. Ich hab den Glitch völlig falsch gemacht auch. Du kannst den noch effektiver machen, wenn du den Pal-Skill von dem hochlevelst. Du kannst ja die Skills leveln, indem du denen so ihre eigenen Pals verfütterst. Legendäre Sphäre. Thank you so much. Thank you. This might be what I need to bust. This might be what I need to bust. I'm bussing. Yes. Das ist noch ein Ei, aber scheiß drauf. Oh, Giftpilze, okay. Aber diese Pilz, Leute, Junge. Das ist fucking trippy. Was ist das? Seht ihr das Goldene da? Was ist das? Ah, ein Ei. Okay, ich dachte gerade, ich bin am Trippen. Ich dachte gerade, ich war mies am Trippen. Wir haben hier diese komplette Insel einfach geplündert, wie die Amerikaner, als Japan eigentlich aufgemacht hat, Junge. Oha, Junge. Wer hat hier gerucht? Pack die Bong weg, Patrick. Das ist gefährlich. Heilige Scheiße. Relaxosauren chillen hier, okay. Ja, lass gleich den Unlimited Stats Glitch machen. Wenn du willst, du kannst doch eigentlich mitspielen, Mann. Ey, das wäre lustig. Komm drauf, mach den Unlimited Stats Glitch und wir machen einfach Raids zusammen auf Scheiß drauf, weißt du, was ich meine? Wenn du cheatest, da kann ich nichts gegen machen, weißt du? So, oh nein, hör auf, bitte, weißt du? Und dann besiegst du einfach alle Bosse alleine mit deinem Scheißvieh. Ist meine Geheimwaffe. Okay. Ich will wirklich alle Bosse diesmal besiegen. Ich will wirklich das Spiel durchspielen. Deswegen sammle ich hier gerade auch alle Liv Monk, fleißig alle diese Statuen auf. Meine Kamera ist ausgegangen. Oh Lord, have Gnade mit mir. Ja, die neuen Viecher sind aber interessant. Da waren ein paar Sachen dabei, die haben sich vom... Ich kann die halt jetzt noch nicht fangen.
Aber da waren ein paar Sachen dabei, die haben sich schon interessant angehört. Soll ich mal probieren, mit der legendären Sphäre irgendwie einen zu fangen? Vielleicht so einen Schlafenden? Lass mal gucken, was für Wahrscheinlichkeit. Ultrasphäre. 1%. Mies. They did me dirty, man. They did me fucking dirty. Die haben mich geteased. Würde jetzt zu lange dauern, das zu sehen. Wenn du morgen nochmal streamst. Ja, ich spiele morgen nochmal. Das ist jetzt unser Ding. Wir spielen wieder ein bisschen Palworld. Können wir machen. Dann installier es jetzt und dann können wir morgen nochmal spielen. Das ist machbar. Morgen ist Samstag, ja. Okay. Ich sammle hier noch kurz allen Müll ein. Weil diese Mockmünzen sind tatsächlich richtig gut. Damit kannst du so permanente Stat-Upgrades holen. Bei diesem einen Händler in der Kirche. Oh mein Gott, die Pilze haben mich gesehen. Renn um dein Leben! Mushroom. Ah, von hier sind wir gekommen, als ob ich dir eine Statue hier übersehen habe. Ich bin fucking blind. Ich war legit blind. Oh, guck mal, da ist noch ein Müllhaufen. Sauber machen, yippie. Fuck yeah. Kann ich von meinem Vieh aus sauber machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich niemals abgestiegen. Kein Platz im Inventar. Für was? Platine. Ja, leave that shit right there, man. Ein asiatisches Kind sammelt das auf, freut sich. Wir müssen für das riesige Drachenei mache ich tatsächlich Platz. Ich schmeiß das hier in den Ozean. Scheiß drauf. Junge, die komplette Population von dieser Insel stirbt einfach auf, weil ich einfach alle ihre Eier geklaut habe. Das war so die komplette Generation, nächste Generation von ihren Viechern. Bitte greif mich nicht an, ich mache gerade was. Okay. Oh, komm, das ist wie bei Aborigines in Australien, da haben die ja auch einfach die Kinder geklaut. Das mache ich gerade. Diese komplette Generation, die heißt Lost Generation, glaube ich sogar. Ja, eine komplette Generation an Kinder gekidnappt in Australien von Ureinwohnern. Weil die, und dann in bessere Umgebungen getan, ja. It's basically slavery. It's just slavery, man. Oh. Nein, Paul ist hungrig. Shut your bitch ass up. I'm gonna whoop your motherfucking ass. Okay. Sein Arschwuppen. Ist legendäre Sphäre die beste? Nee, es gibt ja noch diese Ultrasphäre. Die ist noch besser. Also. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber 2% Fangwahrscheinlichkeit ist schon unmenschlich. Vielleicht stelle ich die Fangwahrscheinlichkeit nochmal hoch. Je nachdem, wie weit ich mich jetzt mit diesen Liftmonk-Statuen upgraden kann. Ich bin sehr impatient. Ich habe keinen Bock, einfach auch über die leere Landschaft rumzufliegen und einfach irgendwelche grünen Sachen anzudrücken. Sorry. Oh, guck mal, eine goldene Truhe. Die können wir jetzt öffnen, weil wir haben Goldschüssel. Diese Hälfte davon werfe ich auf den Boden, weil ich habe keinen Inventarplatz mehr. Warte, lass erstmal ein paar Eier wegwerfen dafür. Lass erstmal ein paar Sachen wegwerfen. Zement, weg. Gewöhnlich, schmeiß die Scheiße weg. Gewöhnlich, schmeiß weg. Okay. Hallo. Ultrasphäre, okay. Sure. Jetzt habe ich vergessen, wo das grüne Ding hier war, was hier war. Ich hatte hier eins anvisiert. Ah, hier ist sogar noch eine Statue, okay. Haben wir jetzt die gesamte Insel abgeflogen? Ja, wir haben die ganze Insel abgeflogen. Okay, wir haben ja alles erkundet, so mehr oder weniger. Pilzgebiet. Waldgebiet. Und eine kleine Wüste. Das ist alles, was neu ist. Jetzt haben wir eine Platine aufgesammelt. Ja, wollte ich gar nicht. Ist eigentlich ganz schick. Wie viel Zeit hatten die dafür? 3 Monate? In 3 Monate sowas hier raus zu pushen, ist schon nicht schlecht. Respekt. Ganz ehrlich. Respekt. Und nebenbei noch die ganze Zeit am Bugs fixen. Respekt. Musst du den schon lassen. Oh mein Gott. Quiverton Botan. Pflanze ist gut gegen Erde. Okay. Ist sogar gar nicht schlecht.
frag mich, welche Typen die besten Typen im Spiel sind, weil die sind alle gleich gut bis auf normal. Normal scheint richtig scheiße zu sein, weil normal gegen nichts gut ist und nur eine Schwäche hat. Was sagst du zu Ketchup-Chips? Eklig. Ich bin, was Chips angeht, basic bitch. Es gibt so Leute, die essen so weniger, was weiß ich nicht, was Scheiß-Chips, so mit extrem komplexen Geschmacken. Ich esse nur Salzchips. Einfach nur gesalzen. Bin ich. Ich hab mal einmal so aus Versehen mir so Kräuterbutterchips geholt. Die waren so widerlich, Alter. Ich weiß nicht, wie Menschen sowas essen können. So, es gibt Leute, die freiwillig sagen, dieses ungesunde Essen. Ich nehme anstatt die salzigen oder die gewürzten Chips, nehme ich hier die fucking Kräuterbutter-Scheiß-Chips, die nach Wichse schmecken. Lecker. Und mein Mundgeruch. Oh, ja, geil. Oh, guck mal, da ist einer. Ich wusste, dass hier irgendwas ist. Mein Gamer-Sinn hat es mir gesagt. Mein Gamer, lass kurz mal einen Auslauf brauchen, dann sinken wir schneller. Okay. Sonst ist hier aber nichts, glaube ich. Okay, lass Hause gehen, lass Hause gehen. Oh, rote. Ist es eine Silbe? Oh mein Gott, was zum Fick bist du? Gar so ein muskulöser, großer Typ aus der Ecke gelaufen. Help! Oh, noch ein Attackenbaum. Mal gucken, was da so dran hängt. Ich brauche 3 freie Slots. Werf die scheiß Baupläne weg, ich benutze die eh nie. Ich habe noch nie so einen Bauplan benutzt. Weiß noch nicht mal, wie die funktionieren. Blitzdusche. Okay, wir haben Luftklinge. Blitzdusche. Damn. Drachenwelle. Okay, die ist scheiße. Warum ist Selbstzerstörung eine epische Frucht? Ich verstehe das nicht. Das ist so goofy, Junge. Okay, Blitzdusche. Let's go. Blitzdusche? Duschen? Brother, Ist da oben noch irgendwas? Hier vorne? Klau die Eier, ganz egal, ob ich die aufsammeln kann oder nicht. Scheiß drauf. Ist hier noch irgendwas? Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Sieht leer aus. Sieht ziemlich leer aus. Lass trotzdem mal hier ein bisschen rumfliegen. Sour Cream und Onion. Warum gibt's so... Ich verstehe nicht, was die Target Audience dafür ist. Wer greift sich sowas? Das klingt doch schon eklig. Weißt du, was ich meine? Amerikaner. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Ah, hier ist nochmal Öl. Gibt richtig viele Ölspots. Und ich habe mir übrigens gedacht, es gibt PvP in dem Spiel jetzt, ne? Hab ich das schon erwähnt? Es gibt PvP. Aber halt nicht so, dass du die Basis angreifen kannst oder so. Es gibt nur so eine Arena, wo du hinfliegen kannst und dann gegeneinander kämpfen könntest. Das ist auch cool. Okay. Für dich zumindest. Ist eine gute Lösung, weil ich habe mich schon gefragt, wie die das machen werden. Mit Basen angreifen und so. Weil ich finde, das in Ark ist allgemein ein richtig schlechtes Spiel geworden. Aber in seinen guten Zeiten war das schon... War dieses Basisangreifen schon ein komisches Feature. Ich habe das nie gemocht. Oh. Vielleicht könnten die sowas machen, dass man so, keine Ahnung, so Simulations-Raid macht. Dass man nur angreift und dann alles abreißt, aber dann im Nachhinein alles wieder da ist. Weißt du, was ich meine? So hatte ich mir das im Vorhinein gedacht, dass sie das so machen. Aber okay. Das, was sie jetzt gemacht haben, ist auch ganz cool. Einfach so eine Arena, wo man nur Pokémon-Kämpfe macht. Okay. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles. Ah, da ist noch eine Statue. Nice. Da ist kein Platz mehr im Inventar. Mies. Richtig mies. Imagine. Yes. Ich glaube, ich habe in Ark einmal richtig legit eine Basis geradet und die restliche Zeit habe ich nur auf privaten Servern gespielt, einfach weil es mich nervt. Dieses System. Ist einfach so, ich verstehe nicht, was daran Spaß macht, so ist. Du gehst offline, kommst online und alles, wofür du Stunden an Stunden gearbeitet hast, ist weg. So, yippie, ich kann nochmal von vorne anfangen. Ja, yippie, keine Schweinebacke. Wir haben hier noch nicht alles erkundet. Ist da vorne noch irgendwas?
Nein. Okay. Okay, Zeit nach Hause zu gehen. Au! Mein Yarak. Okay. Was machen wir jetzt? Powergrinden wahrscheinlich. Die ganzen Eier ablegen und powergrinden, dass wir schnell auf das Level können. Komm. Und dann fangen wir, glaube ich, an. Ah, genau. Wir müssen gerade mal noch testen, ob der Glitch noch geht. Das wollten wir auch machen. Ich habe gar keinen Lagerplatz für all die Eier, die ich gerade geklaut habe, Leute. Heilige Scheiße. Sollen wir die Selbstzerstörungsfrüchte einfach wegwerfen, Junge? Okay. Was ist mir hier? Galaxosaurus. Nightwing. Ja, komm. Für Level ist das zumindest gut. Bam. Okay, hol einen aus der Kiste hin. Zack, zack. So viele Eier geklaut, Mann. Okay. Open Salami. Lass uns zum Händler gehen, gucken, was wir uns damit ergönnen können jetzt. Okay. Ist gut, dass ich direkt meine Kirche gebaut habe. Ich wollte mich. Zweimal verstärkt, Junge. Das muss was gebracht haben, Junge. Hier ist ein Loch in der Kirche, einfach so an der Seite. Kann ich da durch? Schade. Ah. Okay. Mal gucken, was ich mir gönnen kann. Ich habe hart gearbeitet. Ich habe richtig viel sauber gemacht. Komm, leg mir. Accessoirehülle. Eine wundersame Schatulle, die sich mit dem Körper ihres Besitzers verlinkt. Verleiht einen Accessoire-Slot. Die sich mit dem Körper Warum gibt's zweimal, aber einmal? Warum gibt's die einmal in teuer und einmal in billig? Verleiht einen weiteren Accessoire-Slot. Verleiht einen zusätzlichen Accessoire-Slot. Was ist der Unterschied? Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler oder so. Das ist einfach. Gib her. Komisch, dass ich mir nur ein dieses Ding erkaufen kann. Okay. Oh, es hat. Okay, es hat es sofort verbunden. Ah, warte, ich nehme an. Warte mal. Nee, du kannst sie immer noch kaufen. Hä? Warum würdest du das hier kaufen? Weiteren Accessoires dort. Verstehe ich nicht. Also gibt es das einmal in günstig und einmal in teuer, wenn du mehr dafür bezahlen willst. Ergibt Sinn. Gute Arbeit. ergibt sehr viel Sinn. Ergibt sehr viel Sinn. Aber ich weiß schon, wie wir Power leveln. Wir gehen in ein niedrigeres Gebiet, weil es gibt hier die Katzen, kann ich noch zwei von fangen. Kann zwei Hühner fangen. Guck, ich habe hier die alle nicht 10 gefangen. Da können wir richtig schnell uns hochleveln. Hier habe ich gar keins von gefangen einfach. Ja, so level ich mich schnell hoch. Geh einfach in schwächere Gebiete, fangen da einfach irgendwelche Viecher. Okay. Mach einfach den hier. Ein Defensiv-Amulett. Nicht mehr vom selben Accessoire tragen. Seit wann? Seit wann ist seine Regel? Als ob. Hey, ich hatte doch zu Beginn. Hatte ich doch zweimal dasselbe an, oder nicht? Ich schwöre dir, ich hatte zweimal dasselbe an. Die Lügner. Das haben die gerade reingemacht, nur wegen mir. Nur um mir auf den Sack zu gehen. Egal. Die werden dafür bezahlen. Oh, der ist huge. Der hat 3 Kindlingen. Warte, habe ich gerade 2 geöffnet oder? Nein, nur 2. Okay. Damn. Okay.
Weiß gar nicht, ob ich es noch aus großen Dracheneiern bekommen habe. Mir wurde nur gesagt, dass sie gut sein sollen. Vielleicht wurde ich auch verarscht. Ich habe da bis jetzt nur Relaxosauren draus gekriegt. Okay, hab ich hier eigentlich. Muss die mal hier irgendwo reinlegen, dass sie die benutzen können. Ich glaube, hier gibt's Sachen, die sind beschädigt. Repair my children. Oh mein Gott. Das wollte ich gar nicht. Dankeschön. Oh mein Gott. Sortieren. Ne, wie kommt man denn nochmal? Ah genau, Toreneinstellung. Jetzt. Das war's, glaube ich. Ja, okay. Ah, ich hatte die gar nicht mehr da drin. Wie viele Torten habe ich noch? 8. Geht zurück ans Vögeln mit euch. Back in the Sex Dungeon. Zurück in den Sex Dungeon mit euch. Grrr, macht er. Ich glaube, du musst bestimmte Viecher eigentlich kreuzen. Ich guck mir da vielleicht nachher ein Tutorial für an. Ich habe das Gefühl, das hier bringt nicht viel. Egal. Wir machen es erstmal weiter. Okay. Lass ich ein paar Torten wieder reinmachen hier zum Craften. Wie viel können wir machen? 39. Let's go. Die Tortenfahren ist auf jeden Fall effizient. Okay. Ich glaube. Hä, was macht mein Fixie, Junge? Ist mein Fixie nicht drin? Doch. Horst, was machst du? Warum macht er mir keine Sphären? Du bist massiv Sphären fallen lassen. Guck doch. Du Hurensohn. Gib Sphären. Okay. Egal. Wir powerleveln jetzt richtig hart und dann spammen wir das Spiel durch. Genau, ich wollte gucken, ob der Glitch noch geht. Lass das jetzt schnell machen, bevor ich es wieder vergesse. Lass kurz sortieren. Nee, lass nicht sortieren, sonst finde ich meine Viecher nie wieder. Sui. Ich habe nicht genug Sweets. Egal, es soll nur ein Test sein, ob es noch geht. Erstmal, sagt er. Okay, wir gehen hier außerhalb des Lagers. Ah, ich brauche einen Sui-Satte erstmal. Was ist da los? Irgendwer hat Stress angefangen. Okay. Lass kurz gucken. Sweeper-Satte, sorry. Ich bin schon dran vorbeigeskippt. Sweeper-Satte. Where are you now? Under the sea. Hä, wo ist der? Haben die den rausgemacht? Bin ich gerade legit blind? Haben die den rausgemacht? Hä? Von dem man kann aber auch nicht suchen, das ist mies. Wo ist der Sweeper-Satte? I'm legally blind. Wurde locker im Hotfix aus dem Spiel rausgenommen oder so. Hä? Nee, der hat noch einen Sattel. Ich bin einfach nur blind. Oh, da vorne sind die will ich haben. Die brauche ich. Ja, mit der ultimativen Sphäre gefangen. Absolute Verschwendung. Egal. Oh, ich habe auch legendäre Sphären. Damn. Okay. Ich habe den zweimal gesehen. Okay. Ich bin einfach nur blind. Welche? Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, vierte, fünfte oder sechste Reihe?
Da! Ich habe gefunden. Ich habe gefunden. Okay. Let's go! Okay, let's go! Zeit, den Glitch zu machen. Mal gucken, ob er noch geht. Wenn er noch geht, lächerlich, Mann. Ich habe keine 8 Stoff. Wie viele habe ich? Natürlich 0. Ah! Hat 8 Stoff produziert. Oh, damn, das ging schnell. Vielleicht habe ich noch irgendwo Stoff rumliegen. Ich habe keine Lust, jetzt kurz die Dinge auszutauschen. Ja, Wolle. Aber das reicht, glaube ich, nicht. Ah! Ah, da ist wieder jemand ins Wasser gefallen. Funny, funny, funny drowning animal. Funny drowning animal. Mies. Okay. Wir kurz hier zurück. Das hier produziert, glaube ich, auch Wolle. Nee, das geht gar nicht auf die Farm. Und wir machen eine coole Katze rein, einfach nur weil sie cool ist. Wo ist die coole Katze? Where is it? Da. Yeah! Heilige Scheiße. Hehe. Hui. Okay. Machtwolle, Machtwolle. Machtwolle, ich brauche nicht viel. Machtwolle. Ah, jetzt muss ich die Dinos wieder in die Fickhöhle schmeißen. Scheiße, egal. Müssen nur einmal kurz Wolle auskotzen und dann ist gut. Gib Wolle los. Meine. Oh, hier, guck mal, hier liegen Bälle einfach so rum. Okay. Knochen. Wer ist denn für Kotzknochen aus? Ist ein bisschen brutal. Okay. Ich glaube, das ist sogar schon genug. Also, lass aber sicherheitshalber kurz gucken. Ich will das nicht zweimal machen. Okay. Hui. Ja, wir haben mehr als genug. Okay. Lass ich kurz alles wieder normale machen da. Die coole Katze, Junge. Okay. Wo sind denn die fetten Dinos da? Komm her. Das ist so dumm, dass du dir immer manuell dahin tragen musst, dass du da einfach nicht ein Menü hast, wo du die auswählen kannst. Das wäre viel besser. Aber das wäre wieder zu viel Arbeit gewesen, wahrscheinlich, das zu programmieren. Wo ist der andere hingelaufen? Der andere ist weggerannt. Warum? Was ist das? Wehrt euch nicht. Es ist 26, ist offiziell 26 Grad in meinem Zimmer. Ich bin am Sterben. I'm dying. Okay, macht weiter. Hallo! You're gonna fuck him and you're gonna like it. Was ist denn mit dem? Wird nicht gegessen. Wird gefickt. Stell dich ganz hinten rein. Ist nicht dem sein Ernst. Zuweisung zur Zuchtfarm erfolgreich. Geht der kurz essen und geht dann wieder zurück. Ein
Geh ficken jetzt. Geh ficken. Ja, okay, er geht vögeln. Okay, sehr gut. Arbeitet. Harte Arbeit. Sex workers. Those poor sex workers. The grind. The sex worker grind. Okay. Wo sind meine 50.000 Beeren hin? Und mir man immer spontan aus meinem Inventar geklaut. Okay. Zeit, den Squeeze-Sattel zu machen. Oh! Oh! Nice. Okay, mach hier mit den scheiß Squeeze-Sattel. Sweeper-Sattel. Sweep. Sweeper. Okay. Work faster! Okay, wir helfen. Ich würde sagen, wir spielen noch so ein Stündchen und in der Stunde Power Level. Wie viele Stunden haben wir gespielt? 2. Spontan 3 Stunden gespielt. Ich muss eigentlich noch schneiden. Oh. Ich fange wieder was Neues an und ja. Und ja. Okay. Jetzt kommt der spannende Moment. Geht der Glitch noch? Wenn der Glitch noch geht. Mieser Moment. Okay. Okay. 303. Merkt euch das. Wirft man die nochmal? Wie setzt man die nochmal aus? Ah, R. Okay. Warum geht das nicht? Kann man Pals nicht mehr... Ah, doch. Scheint nicht mehr zu gehen. Ja, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, sie haben es gefixt. Ist morgen wieder live? Ja, ich komme morgen wieder. Ich glaube, wieder 18, 19 Uhr so, spät abends. Morgen regnet es auch hoffentlich und dann ist es kälter. Und dann ist es nicht mehr so eine fucking Qual. Sortieren. Wie viele Fixies haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Lass ich ein paar Gigasphären machen. Ich würde das Metall aus der anderen Basis lassen, ein paar Gigasphären machen und kurz Power leveln. Ah. Ich bin auch zerstochen von Mücken, Junge. Ich hasse Sommer so sehr. Sommerliebhaber, wenn sie von 50.000 Wespen vergewaltigt werden, die Sekunde, die sie rausgehen. Hat da gerade wer gekotzt? Hat es so angehört. Ich höre, da hat gerade jemand so... Komm her. Okay. Okay, gehen wir rein. Die ganzen Steine auch mit, gleich. Falsche Richtung, mein Sohn. Nein, du bist so ein fucking nutzloses Kackvieh, das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Ich hätte den Enterhaken. Stell dir vor, Theo, du lebst in Berlin. Das wäre kritisch. Das wäre sehr kritisch. Würde ich nicht gerne wollen. Muss... Komm. Oh, gut. Die Mietpreise sind hoch. Der Lohn ist niedrig. Es gibt wenig Arbeit in Berlin.
Nein, danke. Ich verzichte. Okay. Das ist kacke, dass ich in diesen Transfer-Chests immer keinen Platz habe. Ja, das Eisen. So. Ich kann wieder sprinten. Oh mein Gott, ich habe in der Riesen-Chest keinen Platz mehr. Ernsthaft? Fuck. Okay. 80. Was fehlt? Palladium. Das habe ich sogar. Gehen wir kurz nochmal in die andere Basis. Das habe ich vergessen mitzunehmen. Ah, du könntest Murat sehen. Ja. Das rettet es jetzt nicht wirklich. Murat, der wache Migrant. Okay. Boah, das kann ich sogar tragen. Let's go. Die verhungern da irgendwann in die... Oh mein Gott. Oh, die können auch noch fliegen. Ich glaube, die kommen mir sogar rüber. Die Basis kann es auch nicht aushalten. Meine Hauptbasis ist die einzige Basis, die Angriffe abhalten kann. Okay. Mal wieder die Strat. Eigentlich könnte ich es ausstellen. Obwohl, ich glaube, die kommen hier nicht hoch, oder? Ja, die können fliegen. Das ist halt das Miese. Ich glaube, die fliegen da einfach rein. Nee, die kommen da nicht hoch. Weil die KI zu schlecht ist. Okay, sehr gut. Oh, die können mich aber trotzdem angreifen aus irgendeinem Grund. Egal. Wir warten einfach, bis sie da weg sind wieder. Währenddessen mache ich hier mein Ding. So dumm, dass sie dich von der anderen Seite der Map angreifen können, so. Aber egal. Ich sollte es einfach ausstellen, es nervt eigentlich nur die Angriffe. Und ich nehme die nie ernst. Die kommen einfach immer nur in sehr schlechten Zeitpunkten, wo ich keinen Bock auf die habe. Okay, lass mich schlafen gehen. Ich finde, diese Angriffe sollten vor allen Dingen nach dem Level deines Lagers gehen. Die sollen nach dem allgemeinen Level deines Lagers scalen. Ich finde das so kacke, dass du so... Ach, egal. Was soll's. Lass mal kurz meine Parts hier. Fähigkeiten verbessern. Nee, falsch. V. Leben? Oder... Ja, das Angriff machen. Ho? Okay. Habe ich irgendwer, der Lilane braucht? Nur er? Okay. Sehr gut. Sind die jetzt mal fertig mit ihrem Angriff, in Anführungszeichen? Oder... Hä? Was ist das? Warum sind da vorne welche? Ich sag jetzt nicht, die sind rumgeloopt. Sehr komisch. Egal. Lass ich kurz auch diesen Palsphärenwerfer machen. Ah. Großer Generator. Zielsuchender Palswerfer. Ich will, glaube ich, mache mir nur den normalen, den Multisphärenwerfer. Ich glaube, ich mache nur den normalen Palwerfer, den normalen Pals. Sphärenwerfer. Oh. Gegner zurückgeschlagen, yippie! Metallbarren, ugh. Okay. Lass ich kurz meine andere Basis wiederbeleben. So goofy. Man würde meinen, dass sie merken, dass du deine Pals einfach aus der Basis rausnehmen kannst und dir dann nichts kaputt machen und einfach keine Strafe für geben. Frag mich, ob die das absichtlich machen. Ob die das absichtlich drin gelassen haben und dich rausgenommen haben.
Okay. Adjust. Yippie. Okay. 1000 Balkbarren, okay. Lass mich hier diesen Nocturne in diesen Noct reinmachen. Warte, was ist der denn? Oh, guck mal, der hat auch drei Feuer. Lass ich den statt dem hier reinmachen. Der hat drei Feuer einfach. Baut ab. Okay, never mind. Er macht aber nicht seinen Job. Wie riesig das Vieh ist, Junge. Das ist goofy. Okay, Ah, guck mal, jetzt feuert er. Yay! Ah, guck mal, die leveln sogar im Lager auf. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Okay, wie viele haben wir jetzt schon? 10. Okay, das geht relativ schnell. Ich brauche 50. 50. I got 50 for anybody who can do this. Wir werden mal gucken. So. Bin fast 30, dann mache ich mir diesen Sphärenwerfer und dann wird gepowerlevelt. Ja, kurz gucken. Legendäre Sphäre. Graffiti-Gewehr Set. Ich verstehe nicht, warum das so Endgame ist. Das ist richtig scheiße. Das sind diese Katzenbilder, die sofort wieder verschwinden, wenn du die anschießt. Ölpumpen. Da kommt der ab Level 50 kommt der neue Scheiß, okay. Ja. Wir haben genug Metall. Machen wir die Palsphärenwerfer. Junge, der Mückenstich juckt so sehr. Aber ich habe so Schiss, die Mückenstiche zu jucken. Ein Mückenstich hat sich mal so entzündet. Ich habe auch ein Auge am Arm, deswegen eine richtig fette Narbe. Weil sich ein Mückenstich so entzündet hat, dass der rausgeschnitten werden musste. So fucking widerlich. Muss man vorsichtig mit sein mit sowas. Was kostet der? Der kostet wahrscheinlich mehr. Ja, der kostet wohl mehr. Brauche ich nicht so einen Scheiß. Er baut einfach von da hinten, Junge. Telekinese. Ja, ich habe schon ziemlich Platzprobleme hier. Ah, guck mal. 100 sind schon fertig. Verdash. Das ist das Copyright Infringement Pokémon. Das ist dieser eine Feuerstarter aus der britischen Generation von Pokémon. Etwas kühl. Shut your jazz up. Sehr gut. Ich habe letztens auch erst gemerkt, was besseres. Ich habe mich früher mal gefragt, was besseres Essen bringt, ne, in dem Spiel. Warum du die Zeit mit Kochen verschwenden solltest. Besseres Essen bringt so Motivation. Das heißt, wenn du besseres Essen kochst, kannst du die härter arbeiten lassen. Aber ich bin da zu faul für, da jedes Mal neues, dieses bessere Essen anzuwählen, zu craften. Aber ja. Ich habe gerade eine Explosion gehört, wie im Ghetto, Junge. Jemand wurde erschossen. Okay. Immer noch am Vögeln. Wir haben immer noch nicht alle Kuchen aufgebraucht. Wir haben hier noch einen neuen. Lollilol. Da. Skarbonmina. Warte. Hebero, wenn ihr BF zeigt oder ist das. What? Ach, wenn sie ihren Boyfriend zeigt und ihre Watcher gehen. Ja. Mies, ne? Das ist halt, wenn man so diese
diese soziale Bindung, mit diese parasocial Bindung mit seinen Zuschauern darauf aufbaut, dass sie so smashen können. Ben wird mit Doppel-L geschrieben. W wird klein geschrieben. Ja. Ja. Yeah, Paul ist er. Sieht aus wie eine Bazooka, Junge. Hallo, Akbar. Ich hab 300 blaue, Junge. Okay. Lass aber mit dem, was wir haben, jetzt ab. Jetzt geht's ab, Junge. Jetzt kommt die Kidnapping-Spree. Wir gehen ins Anfangsgebiet und arbeiten uns hoch. Zwei Katzen. Das ist. Was? Das ist. Genau. Okay. Ich glaube, von den Lämmern hatte ich 10. Ja, 12. Okay, wir brauchen zwei Katzen. Nice. Das Ding ist viel besser als werfen, Junge. Bleib drin, du Bastard. Schieß den anderen auch an. Okay, wir haben's. 12. Okay, ich halt Ausschau nach Viechern, die ich noch nicht 10 von habe. Hätte ich schon den Pinguin 10? Ja. 12, beziehungsweise, sorry. Von denen hatte ich, glaube ich, keine 12. Ja. Ja. 10. Bleib doch drin, Mann. Sollte mir diesen Mercy Ring machen. Lass uns diesen Mercy Ring kurz machen. Dann können wir unsere Attacken benutzen. Unbesorgt. Ah, oh, mies. Okay. Lass kurz in die Basis zurückkehren, diesen Mercy Ring machen. I'm already Tracer. Wo ist der? Hatte ich den nicht schon geskillt sogar? Ja. Okay, lass den kurz machen. Weil dann bleiben die auf 1 HP und ich kann die nicht töten. Das ist ultra nützlich. Weil ich muss die jetzt quasi die ganze Zeit mit vollen HP fangen. Das ist kacke. Das gleiche ist doch auch passiert mit Pokémon passiert, als ich ein BFF hatte. Ich weiß nicht, wie viel die verloren haben. Ich verfolge die sowieso nicht. Wenn, dann folge ich den schreiend nach Hause, damit die mir alle beschissenes Twitch-Geld geben, die Fotzen. Das ist beim. Wo ist das? Wo craftet man das? In einem normalen Fließband-Ding? Wo ist der? Ah, da. Oh, Metalljunge. Ich schwöre dir. Zum Glück habe ich die Zweitbasis hier. Bin so happy. Happy, happy, happy. Komm her, mein Sohn. Okay. Oh, wenn die Schweine mich jetzt angreifen, Junge. Die werden so die Hölle erfahren. Kann ich bitte absteigen? Dankeschön. Okay. Guck sie an, wenn die auf die dumme Idee kommen, mich anzugreifen. Die sind so tot. Okay, mach den Ring. Make the ring. Oh, ja. Obwohl, ich habe von denen noch keine 10, oder? Ja. Wo ist der andere hin? Er rennt weg. Gibt's nicht hier. Nice. Make the ring! Make the ring! Ich meine, diese Parasocial Streamer und YouTuber könnten nie auf Longterm klappen. Erst recht, wenn die sich so auf falschen Persönlichkeiten aufbauen. Das ist aber das Ding, ne? Das ist halt leider die Meta. Du musst quasi pandern und so relatable wie möglich werden. Das ist halt leider die Meta, Junge. Darfst keine eigene Meinung haben und so. Du unterstützt immer das beliebteste Ding und du darfst keine eigene Meinung haben. Und dann sind die einfach die most basic bitches possible. Und dann machst du einfach the money, the bag.
Aber die müssen auch nicht lange relevant bleiben. Du kriegst ja massiv Geld dann. Okay. Blitzdusche, go. Holy shit. Ich glaube, es wird lieber Feuerkugel. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Das ist zu schnell. Okay, Sandtornado, go. Nice. So machen wir das. Sehr gut. Einzige Problem ist, dass die so lange zum Nachladen brauchen, Junge. Die Angriffe. Nice. Mach hier Blitzdusche, scheiß drauf, das Manforest fangen wir auch. Du bist schwach, Manforest. Manforest, Diggy. Meme Forest. Meme Forest, I'm gonna kill you. Feuerkugel. Meme Forest, I'm gonna kill you. Was ist gut gegen Pflanze? Feuer? Und Pflanze ist gut gegen Boden. Sehr gut. Aber kann der mir nichts. Er kann mir nichts. Oh, okay. Bitte töte nicht das Malpaka, das brauche ich tatsächlich. Es wäre sogar richtig lieb, wenn du es kurz... Komm. Gib mir das Malpaka. Give it to me. No. Egal. Wir haben hier Priorität. Was mit diesem einen Vogelfieh? Warum kommt das so auf mich zu? Ja, egal. Weich aus. Okay. Oh, Digga, wir tauschen Tornados. Der hält überraschend viel aus, aber der ist auch Level 38. Und was ist mit ihm los? Er ist verglitscht. Ah, okay. Mach halt deinen Angriff. Okay. Er trifft mich einfach nicht, weil ich fliege. Haha. Das hat die paralysiert. Ich sollte mein stärkeres Vieh nehmen. Es dauert zu lange. Go. Hau mir auf die Fresse. Ich helfe mit. Mach deine neuen Angriffe, Junge. Das sind nicht seine neuen Angriffe. Irgendwas stimmt da nicht. Mach deinen Schattenlaser, Junge. Was mit dir? Oh. Weich aus. Oh, okay. Da ist er. Oh, mies. Hä? Ich hab doch diesen Gnadering an. Warum hat er ihn gekillt? Großartig, dass das Spiel immer noch verbuggt ist. Powerbombe gelernt. Kann ich bitte aufsteigen? Albtraumbau gelernt. Ja, okay, von mir aus. Selbstzerstörung, Junge, das ist so goofy. Na, egal, was soll's. Warum killt die das? Ich hab den Mercy-Ring an. Ring der Rücksichtnahme und der funktioniert einfach nicht. Großartig. Oh mein Gott. Egal, benutze einfach die goldenen Sphären. Scheiß drauf. Ich meine, der Anime Man hat auch so eine personelle Beziehung mit einem VTuber, was auch so weiß ist, wie wir als fette Weeb sind. What? Der Anime-Man? Meinst du, wen meinst du denn? Wenn wir beide dieselben Typen meinen, der hat doch... Hat er nicht eine Frau? Awkward. Das Einzige, was ich wholesome fand, ist, wo Asmund Gold diese eine VTuber-Tussi quasi als seine Tochter adoptiert hat. Das fand ich irgendwie... Fand ich cute.
weil man ganz eindeutig gemerkt hat, dass er jemand ist, der eigentlich nicht in dieser Szene unterwegs ist. Weißt du? Es war einfach eine wholesome Interaktion. Weil er fand es erst peinlich und dann hat er einfach nur gemerkt, dass es einfach nur eine nette Person ist. Weißt du, was ich meine? Ist nicht alles schlecht. Ist nicht alles toxisch und schlecht und negativ. Es kann auch positive Sachen daraus geben. Okay, sammel hier einfach, damit die Scheißfrüchte einen Feuerschuss. Damn. Okay, das ist alles scheiße. Ich glaube, das kann ich alles wieder wegwerfen, die Früchte, ja. Ich schmeiß sie wieder weg. Schmeiß sie den Hügel runter. Der Anime-Man. Okay. Oh, was ist das hier? Was haben wir hier gefunden? Oh, ist das ein Nest? Was ist das? Guck mal, die verteidigen so ein Ei. Soll mir recht sein, Junge. Fangen die alle. You're all mine. Junge, wie viel Progress wir gemacht haben. Die Fresse. Und 3 gewöhnliche Eier. Ich nehme mal an, das sind dann auch Direwolves. Ist eigentlich gut, dann kann ich meinen Direwolf upgraden. Damn. Ich bin ein Level aufgestiegen, habe ich gar nicht mitbekommen. Junge. Insa kopiert. Kurono ist auch dead, weil er seit 2 Monaten nicht mehr hochgeladen hat. Seit 8 Monaten. Ich habe mal seit 8 Monaten reingeguckt. Ich habe so keine Ahnung über deutsche YouTuber, Junge. Ich kenne den gar nicht. Wer ist das? Insa. Die Insa? Who the fuck is this, Nick? Bro? Who is that? Wie kann man Kurono kopieren? Was ist eigentlich... Was ist so Trademark Kurono Content? Ist der nicht... Was macht der? Außer unlustig sein. Hat er nicht... War das nicht... Hat er Gay Prank machen? Das ist... Oh, okay. Die spawnen auch hier. Ich dachte, die spawnen auf der ihrer Insel. 10, 11, 12. Das Spiel kommt gar nicht hinterher, mit wie viele Viecher ich gerade fange. Okay, davon habe ich schon 10. Damn. Wir machen gerade massive Wilderei, Alter. Okay, von denen haben wir jetzt auch 12, oder? Warte, kann das mal funktionieren jetzt? Ja. Da ist noch ein... Da haben wir auch 12 von. Es gibt, glaube ich, nur bis 12 EP-Bonus. Das heißt, die grünen erst benutzen. Okay. Mal Packers muss man wirklich schwächen, Junge. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Egal, ich hätte eine bessere Sphäre für die. Oh, von Quarks habe ich auch keine 10. Hey, 12. XP Farm. Ach guck mal, Manforest. Das ist ein wildes, das ist glaube ich schwächer. Es ist gestorben. Warum gibt's diesen Ring überhaupt? Warum gibt's diesen Ring, wenn er nicht funktioniert? Das verstehe ich nicht. Das ist so komisch. Leg die scheiß gewöhnlichen Eier weg. Warum gibt es einen Ring der Gnade, wenn er nicht richtig funktioniert? Ring der Gnade, aber ich schlachte die trotzdem alle ab. So goofy. Goofy Arschring. Oh, von denen habe ich glaube ich noch gar keine. Ja, 3 Stück. Nice. Nice. Der Typ ist der deutsche Anime-Man-Kopierer nur für Kids in Deutschland. Anime-Man, meinst du diesen Joey-Typen, der mit diesen braunen, wuscheligen Haaren? Sob, Diggi.
finde das so awkward, Junge, wenn dieser Anime-Man, ich guck den halt nicht, ne? Wenn dieser Anime-Man wirklich so parasocial Relationships mit VTubern führt, das wäre schon komisch, weil der interviewt VTuber ja teilweise auch, weißt du, was ich meine? Das wäre irgendwie gruselig. Würde gar nicht passen. Egal. So, das muss richtig gruselig für die Leute sein, die er interviewt, so. Ah, die sind jetzt mehr High Level. Vielleicht funktioniert der Ring of Mercy jetzt mal. Wehe, du funktionierst nicht. Ah, gut, okay. Bleib einfach drin, bitte. Dankeschön. Junge, die XP. Die XP sind real. Wir sind schon wieder ein Level aufgestiegen. Ich power-level mich jetzt, glaube ich, einfach auf Maximallevel. Was soll's. Ah, guck mal, wir haben schon die legendäre Sphäre. Den Hochofen. Und das Schwert. Die scheiß Pharmazeut-Terra-Schild. Yes. Das ist, wo es at. Hier war irgendwo eine Liv-Monk-Statue, die wollte ich holen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Aber ich habe sie aus den Augen verloren. Da vorne sind zwei. Okay. Gehen da hin und dann da rum. Da rein. Irgendwo. Da war ich anscheinend noch nicht. Ich glaube, der Typ ist das. Mies. Das ist mies. Okay, von dir habe ich dann auch 10. Nice. Einfach wilderer Junge. Wie ich hier alle einfach so One-Shot einfange. Ich glaube, von denen habe ich auch noch nicht 10. Ja. 12 beziehungsweise. Nice. So macht man das. Was sind das für Viecher? T-Fans, ja. Nehme ich auch noch nicht 12. Nice. Dann habe ich von denen auch 12. Sehr gut. Wir machen Fortschritte. Depressor habe ich auch noch keine 12 von, ja. Die Nachtviecher. Nice. Okay. Bringt auch massiv XP. Da sind grüne Dinger, da gehen wir hin. Die scheiß Liv-Monk-Dinger, Junge, die sind halt wirklich wichtig. Das ist halt sad, aber was sollen wir machen? Die Lampe nervt sogar ein bisschen, Junge. Ich dachte, die wäre gut. Knockt. Nox. Bist du selten? Ist bestimmt selten. Okay, räum mir auf hier. Räum mir auf. Yes, die Morgenmünze. Ich drücke F in Videospielen. Okay. Chick Pippi. Hier ist glaube ich, ein Boss. Ja. Deswegen habe ich die, glaube ich, nicht. Kann ich den besiegen? Welches Level ist der? Wo ist der überhaupt? Der dürfte doch hier irgendwo sein. Dann spawn halt nicht, Junge. Raft. Haha. hab mich gerade kurz gefragt im Kopf so, warum schreibt der Raft mit Doppel-R, was ist das? Und dann so, oh, okay, ja, stimmt, ja. Right. Abandoned. Oh, welches Level bist du? Könnten wir sogar versuchen. Was ist möglich? Was ist gut gegen Wasser? Blitz. Was für ein Zufall. Fix seine Mutter. Oh mein Gott, als ob das so viel Schaden macht. Mach Feuer, obwohl das kaum Schaden macht. Okay. Man kann der Blitzangriffe machen.
voll die friedliche Musik gerade. Warum macht meine Pistole Blitzschaden? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Screencheck war unreal. Oh mein Gott, warum macht der mir so viel Schaden? Ist ja absolut unfair. Mach Blitzdusche. Warum macht der mir Schaden? Hallo! Oh cool, ich bin gestorben, weil ich Fallschaden gekriegt habe. Das war unfair, Junge. Der hat einfach gecheatet. Großartig. Wenn er cheatet, sollte ich eigentlich auch cheaten. Ich sollte mich unsterblich machen. Hä? Okay. Ich hätte mich unsterblich machen sollen und ihn einfach kaputt schlagen sollen, Junge. Wenn er cheatet, kann ich auch cheaten. Was ist das für ein Bullshit? Bullshit A, Boss. Hätte verloren, hätte er normal gekämpft. Und ich werde sofort angeschossen. Weil das Spiel fair ist und ich einfach die Spawnpunkte einfach random platziert. Okay. Das war mies, Junge. Das war richtig mies. Verstehe nicht, warum du reitest und der dir dann auf dem Vieh Schaden machen kann. Das ist unfair. Absolut nicht legit. Das ist eigentlich auch dumm, Junge. Das war eigentlich Zeitverschwendung. In dem Spiel musst du eigentlich gar keine Bosse bekämpfen. Das bringt einfach gar nichts. Wenn du den nicht fangen willst. Was ich eigentlich nicht will. Ich brauche das Vieh nicht. Habe ich nicht... Was habe ich für ein Wasservieh? Chillet ist eigentlich mein Wasservieh. Und Chillet will ich... Ich tausche Chillet nicht gegen Bootleg Garados aus. Das könnt ihr vergessen. Chillet ist cute. Das Garados sieht aus wie... Keine Ahnung, mein Penis. Hä, bist du gestorben? Ja. Weil das Vieh mir auf dem Reitvieh Schaden gemacht hat, aus irgendeinem Grund. Jetzt will ich schon Rache haben. Komm, wir rechnen uns. Es geht. Take it all. Okay. Machen nicht denselben Fehler nochmal. Machen Blitzdusche und steigen ab. Junge, er ist schon halb tot. Was ist das? Er macht das nicht sehr befriedigend für mich. Sehr gut, er ist fast tot. Töt bitte nicht mein Blitzvieh. Ich brauch das noch. Oh cool, sein Angriff reicht einfach nicht weit genug, um mich Schaden zu machen. Fix sein Mutter, fix sein Mutter, fix sein Mutter, fix sein Mutter. Was ist mit ihm passiert, Junge? Ist einfach ein komplett anderer Kerl jetzt. Er kann mir nichts. Oh, er macht... Oh ne, okay. Was mit ihm, Junge? Wer hat ihn ausgetauscht gegen den schwächeren Boss? Wenn ihr seid ehrlich, ich werde doch nicht mehr zu sein. Okay, was für eine Fangchance hast du? 0%. Sehr gut. Fast gar nichts, Junge. Die tun so, als wäre der so das geilste Vieh aller Zeiten, Junge. Was ist das? Ja, komm, scheiß drauf. Wir probieren's. Okay. Let's go! Ah, stimmt, das war ein Boss. Okay, ja. Seltene Drachenkugel. Mach den Ring of Mercy wieder rein. Was ist mit der friedlichen Musik eigentlich, Junge? Können die mal wieder... richtige Bänge anmachen? Was trinkst du nach der Spätschicht für Alk? Nach der Frühschicht. Das ist schon langweilige Musik, Junge. Ich skippe mal ein bisschen zurück. Okay. Nice. Die haben wir auch auf Lo-Fi-Modus geschaltet. Ich trinke Apfelwein. Ich verstehe das nicht, Junge. Der Mercy-Ring funktioniert einfach nicht. I'm already Tracer.
So goofy, Junge, was soll das? All meine Viecher haben übel Schaden. Mies. Egal. Weiter mit der, mit dem eigentlichen Plan. Ah, davon, von denen habe ich schon 12, ich bin dumm. Ja, bleib einfach drin. Sei brav. Können wir alle wegrennen hier? Ich brauche eine halbe Stunde nur, durch meine Sphären durchzu cyclen, um die dann zu fangen. Ich habe eine verschwendet, ich hab gewifft. Oh mein Gott. Alles geklattert, ich sehe gar nichts. Oh, ey, sie sind kommen. Damn. Respekt. Bleib hier, du Fotze. Yes. Give me strength. Scheiß drauf. Legendäre Sphäre ist ass. Wir müssen die legendäre Sphäre freischalten, dann können wir einfach alles fangen. Aber die ist bestimmt ultra teuer. Ja, was geht? Meint ihr, der Ring of Mercy funktioniert bei denen? Anscheinend schon. Sie stirbt locker. Ja, dumme Kuh. Ich glaube, weil es so oft hintereinander Schaden macht. Oh mein Gott. Geh mir nicht auf den Sack. Ich verstehe auch nicht, wenn du die Sphäre auf die schießt, ist es erst 20%. Und wenn die dann drin sind, ist es 40%. Check ich nicht ganz. Mach doch gleich direkt. Zeig die 40% an. Hallo. Sandtornado auf ihn. Ehre. Ich kann das nicht aufsammeln. Ich habe gar keine Inventar-Slots mehr. Damn. Weil die mir alle irgendwelchen Müll geben, den ich gar nicht brauche. Welcher Pal gibt mir Holz, wenn ich ihn fange? Was ist mit euch? Sie denken, ich brauche Holz. Mach Hardpass an. Na, lass mal. Ich enjoye die Musik tatsächlich gerade. Für Cult of the Lamb Musik kann ich eigentlich nie genug kriegen. Guck mal, da sind Bienen. But you whoop their motherfucking ass. Ich wünschte, die Blitzdusche wäre ein bisschen gezielter. Weil die whifft einfach, die Hälfte der Blitze whiffen einfach. Einer hat getroffen, oh mein Gott, sie jagt sich hoch. Mies. Es hat getroffen. Ich glaube, ich tausche die Feuerkugel durch einen Angriff, die besser schwächen kann. Warte. Blitzstrahl. Aber mitten im Kampf auf Scheiß drauf. Weil die Feuerkugel ist einfach zu stark. Junge, chillt doch mal. Okay, sehr gut. Komm, treff. Danke. Okay. Excellent. Jetzt, wo wir eigentlich einen Angriff haben, der wirklich schwächen kann. Ich kann auch meine Pistole mal benutzen, Junge. Ah, okay. Macht aber. Ist aber massiv gut. Hätte ich früher machen sollen. Bleib drin. You, trust me, pal. You're not that guy. Okay. Blitzstrahl ist, trifft aber auch mehrmals. Also ich habe auch ein bisschen. Okay. Nice.
die hatte ich jetzt 10? Nein. Es gibt so zwei Feuerviecher, die sich extrem ähnlich sehen und ich verwechsel die immer. Okay. Lass Blitzschrei benutzen. Nice. Alle 100%. Sehr gut. Scheiß drauf, 80% ist gut genug. Ja, siehst du, das hier sieht ähnlich aus wie das andere Vieh, das wir gerade haben. Gerade wieder gesehen hatten. Ja, Blitzschrei nochmal machen hier. Mies, Junge. Triple. Bin wieder da. War auf einer seelischen Entspannungsreise. Es geht heutzutage gar nicht mehr, du Lügner. Entspannen, sowas gibt's nicht mehr. Sun-Tornado go. Ernsthaft, Mann? Oh, wir haben beide verfehlt. Okay, Blitzdusche, komm. Dusch ihn. Ja, das trifft, oder? Nein. Sehr gut. Bester Angriff im Spiel, by the way. Nice. Yeah, Müll aufräumen, komm. Sorry, war auf einer rechtsradikalen Demo pro Abschiebung. Let's go. Murat will das Land verlassen, aber unfreiwillig. Er hat Abschiebefetisch. Er möchte wie Dreck behandelt werden. Oh. Sehr gut. Die gönnen mir. Den gönne ich mir. Gönnung geschieht. Wenigstens hat dieser Pokéball-Werfer jetzt Geräusche. Der hatte vorher keine Sounds. Das war übel goofy. Lass mal ein bisschen in die Richtung gehen. Ich war hier, glaube ich, noch gar nicht. Im Eisgebiet war ich, glaube ich, allgemein noch nicht. Sheep! Oh, guck mal. Look at him. Den brauchen wir. Den habe ich auch noch nicht. Nice. Let's Dusche go. Trifft wieder nichts davon, oder? Oh, oh. Der seltene Fall ist eingetroffen. Ich glaube, ich sollte den Angriff austauschen. Der ist entweder richtig gut oder richtig scheiße. Es gibt keinen dazwischen. Oh mein Gott, benutze die Knarre. Warum ist die Knarre eigentlich immer leer, wenn ich sie raushole? Sollte mehr mit der Pistole arbeiten. Die ist gut. Habe ich gerade den Baumann geschossen? Nice. Alle werden eingesteckt. Keiner hat. Kommt hier hin, kommt hier. Alle werden mitgenommen. Mein Gott, mein Inventar ist wieder voll. Voll mit Scheiße. Das ist wenigstens guter Loot, Mann. Wer zum Fick hat mir Nägel in die Taschen gesteckt? Kackviecher. Nicht in die Lava fallen, die Lava macht massiv Schaden. Das ist dunkel, der Munition. Okay. Ah, das ist das Zeug, was ich gerade abgeworfen habe. Ich voll Idiot. Ich habe es direkt wieder aufgesammelt. Ah! I'm such a fucking idiot. Egal, lass liegen. Lass liegen. Lass liegen. Bam. Nice. Yes. We're getting places. Halt wirklich die Strat, einfach irgendwelche random Viecher fangen.
auf Scheiß drauf. Nein, lass das Vieh in Ruhe. Ist meins, das gehört mir. Meine Viecher. Die gehören alle mir, sie wissen es nur noch nicht. Ah. Habe ich 12, oder? Ja. So langsam habe ich hier das Potenzial dieser Ebene ausgeschätzt. Langsam ist hier nichts mehr. Ja, wir sind hier, glaube ich, fertig in dem Gebiet hier. Was nichts Schlechtes ist, Mann. Wir sind fucking 6. Was sind wir? 46, Mann. Wir können gleich nochmal Boss Rush machen, Junge. Und dann sind wir massiv bereit, ins neue Gebiet zu gehen. Kann ich dann morgen machen. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass es so ultra schnell geht. Aber wenn man die Strategie hat, kriegt man das alles hin. Wollen wir versuchen, diese eine Frau mal zu kidnappen, diesen einen Boss? Ich glaube, man kann Bosse fangen, oder? Oh, der hat keine volle 100%. Yes. Okay, wir wollten in Richtung Eisgebiet mal fahren. Ja. Fliegen, beziehungsweise. Na, Tobias. Ja, wir spielen nur noch eine halbe Stunde oder so. Nur noch, in Anführungszeichen, 4 Stunden gespielt. Das nenne ich mal eine Sash. Massive Sash. Obwohl, ich will mir das Spiel eigentlich ein bisschen bewahren. Vielleicht höre ich sogar jetzt auf. Dann können wir morgen noch ein bisschen farmen und dann morgen Bus Rush machen. Aber ich will nicht das Spiel jetzt so heftig durchsuchten wieder. Ja, komm, lass sie gleich aufhören. Ist hier einen guten Punkt zum Ausloggen suchen. So. Hier setze ich mich hin. Hier ist schön. Ja, perfekt. Mir ist auch übel heiß. Oh. Okay. Ja, Palworld ist, wie gesagt, es macht süchtig. Das heißt aber nicht, dass es ein richtig gutes Spiel ist oder so. Es macht einfach süchtig. Sieg. Ja. Sag nicht das andere Wort. Sag nicht das andere Wort oder YouTube bannt dich. Twitch, beziehungsweise Twitch bannt dich. Der Twitch, Lernroboter. Der Simp erkennt. Oh. Warte, warum hacken Guys Discord? Damit die ihre beschissenen Porno-Server überall bewerben. Damit da wirklich Leute draufkommen. Damit die Idioten finden können, die, Cloud-Fehler, Palworld, sehr gut. Damit die Vollidioten draufkommen, die nicht wissen, dass es einfach kostenlose Pornos gibt und dass man keine Porno-Servers braucht. Kostenloses Advertising einfach. Das sind einfach Crypto-Bros, Junge. Das sind solche Leute, die... Ich habe immer noch 2 Headsets auf, merke ich gerade. Ah. Habe ich gar nicht gespürt. Okay, Jungs, wir sehen uns morgen. Wir spielen morgen nochmal, okay? Morgen ist Stitch auch dabei. Wir zocken. Tobias, du hast doch eine Xbox. Warum holst du dir eigentlich nicht Palworld? Ist doch kostenlos im Game Pass, glaube ich. Warum macht Discord nichts? Warum Discord nichts macht, das weiß ich nicht. Die haben bestimmt dein Passwort und so irgendwo einfach gefunden und deine E-Mail-Adresse. Deswegen macht Discord nichts. Die erkennen das nicht, weißt du, was ich meine? Egal. Die könnten zumindest diesen Porno-Server bannen, das könnten die machen, ja. Aber ansonsten sind die eigentlich machtlos. Makes gut, wir sehen uns morgen.